Das war bösartig geplant. Dieser Täter wollte morden. Er war besessen. Sie wurde gefoltert. Er wollte beide vernichten. Dieser Mord war persönlich. Er wollte die absolute Kontrolle. Er akzeptierte kein Nein. Das war ein Psychopath. Ein Stalker hat sie immerzu im Visier. Die Wahrheit kommt ans Licht. Erschreckend, dass jemand da draußen zu so etwas fähig war. Im Norden von Atlanta. Hier leben vor allem Familien. Es gibt sehr gute Schulen, weshalb viele Eltern hierher ziehen. Die Gegend gilt als überaus sicher. Doch einige Tage vor Halloween wird die idyllische Gemeinde von einem grausamen Verbrechen erschüttert. Wir erhielten einen Notruf. Ein 5-Jähriger kam von der Schule nach Hause und wurde 18 Mal in die Brust gestochen. Wenn man hört, dass ein Kind von jemandem schwer verletzt wurde, drückt man aufs Gas, um schnellstmöglich am Tatort zu sein. Als sie am Tatort ankommen, wird der 5-jährige Nick bereits in die Notaufnahme gebracht. Die 10-jährige Christina war dabei. Sie wohnte über ihnen. Sie sagte, sie hätte einen Schatten gesehen. Nick dachte, es wäre seine Mutter und rannte hinein. Jemand griff ihn von hinten und stach auf ihn ein. Christina konnte die Person nicht beschreiben. Als sie seine Schreie hörte, rannte sie nach draußen. Was könnte dieser kleine Junge jemandem angetan haben, dass man so unglaublich brutal auf ihn einsticht? Die Ermittler Randy Harris, John Doss und der Staatsanwalt Jesse Evans nehmen die Untersuchung des Falles auf. Es war ein älteres Haus in einer etablierten Nachbarschaft. Auf der Rückseite gab es eine Schiebetür, über die man ins Untergeschoss gelangte. Befand sich der mutmaßliche Täter noch im Haus? Wurde noch jemand verletzt? Uns fiel gleich die Klinge auf, die vom Griff abgebrochen war. Mit dieser blutverschmierten Waffe hatte man auf Nick eingestochen. Diese Klinge passte nicht zum Besteck in der Wohnung von Carmen Smith. Im Schlafzimmer sah man Nicks Blut auf dem Teppich. Hier wurde auf ihn eingestochen. Auf dem Bett lagen mehrere Decken übereinander. Also zogen die Polizisten sie weg. Darunter befand sich die Leiche von Nicks Mutter, Carmen Smith. So ein Fall geht einem nahe. Wir mussten unbedingt herausfinden, wer das war. Um den Mörder zu finden, müssen die Ermittler die letzten 24 Stunden der beiden Opfer rekonstruieren. Es gilt, eine Zeitachse zu etablieren, die offenbart, was in den Stunden vor der Tat passiert ist. Sie eröffnet den Ermittlern einen Einblick in das Leben des oder der Verstorbenen und sie liefert entscheidende Informationen zur Lösung des Falls. Carmen Smith war eine schöne junge Frau mit rotblondem Haar. Sie hatte einen großen Freundeskreis.
Eine tolle Mutter, die immer für ihren Sohn Nicholas da war. Sie hat sich liebevoll um ihn gekümmert. Carmen Smith war von ganzem Herzen Mutter. Sie war Stewardess. Deshalb war sie manchmal 2 bis 3 Tage lang weg. Entweder war sie zu Hause bei ihrem Sohn oder beruflich unterwegs. Wir wollten herausfinden, wie ihr Tagesablauf aussah, ob sie an Orte ging, an denen man sie vielleicht beobachtete. Als erstes versucht man, ihren Todeszeitpunkt zu bestimmen. Nick kam gegen 15 Uhr von der Schule nach Hause. Der Leichenstarre nach zu urteilen, war sie bereits seit einigen Stunden tot. Allen Anzeichen nach war der Tod in den Morgenstunden eingetreten. Bezeichnenderweise wurde Nick viel später angegriffen, mehrere Stunden, nachdem man sie umgebracht hatte. Die Zeitspanne zwischen dem Mord an ihr und dem Angriff auf ihn war merkwürdig. Der Täter hat auf das Kind gewartet. Er hätte längst fliehen können. Doch er wollte beide auslöschen. Wer würde einer Mutter und ihrem Kind so etwas antun? Ich konnte mir nicht vorstellen, weshalb jemand einen 5-Jährigen angreifen würde. Die Ermittler analysieren den Tatort und die Wunden der Toten nach Hinweisen auf den Täter. Man sichert alles, was Spuren liefern könnte. Haare, Blut, etc. Die Beschaffung der Telefonverbindungsdaten hat damals Wochen gedauert. An ihren beiden Gelenken waren längliche Hämatome, vermutlich von Handschellen. Sie hatte eine Schürfwunde am Kinn, die vom Teppich zu stammen schien. Vermutlich lag sie mit dem Gesicht nach unten, als man sie strangulierte. Zudem hatte sie 2 Einstiche am Rücken. Die waren zwar nicht tödlich, aber sicher sehr schmerzhaft. Die Einstiche stammten vermutlich von einer Art Eispickel. Am Tatort lag auch eine Kordel. Wahrscheinlich von einer Jalousie. Die Kordel ließ sich weder im unteren Stock der Einrichtung zuordnen, noch im oberen. Vermutlich hatte der Täter sie eingesetzt, um Carmen Smith zu erdrosseln. Wir hatten es mit mehreren Waffen zu tun. Der Kordel, dem Messer, mit dem auf Nick eingestochen wurde, dem Eispickel und den Handschellen, die der Täter eingesetzt hatte. Die Tatsache, dass mehrere Dinge verwendet wurden, um das Opfer zu verletzen, sagte viel aus. Das war keine Tat im Affekt, das war geplant. Ein vorsätzlicher, brutaler Mord. Dieser Täter ist mit einem sadistischen Plan ins Haus eingedrungen und hat ihn umgesetzt. Der Tatort ließ erkennen, dass es hier um Kontrolle ging. Man hatte ihr Handschellen angelegt und sie von hinten gefoltert. Ein Täter, der sein Opfer foltert, lässt ein Wutpotenzial erkennen. Wahrscheinlich war das kein Einbrecher, der es nur auf den Tresor abgesehen hatte. Es war erschreckend, dass hier jemand zu so etwas fähig war. Die Polizisten sprechen mit Nick, in der Hoffnung, dass er seinen Angreifer beschreiben kann. Als wir ankamen, lag der Junge auf der Bahre. Sein ganzer Oberkörper war voller Blut. Ich hörte, wie der Notarzt ihn fragte, was passiert war. Er antwortete: Ein böser Mann hat mich geschlagen.
Der Kleine war nicht mal alt genug, um zu begreifen, was ihm zugestoßen war. Dieser süße kleine Junge lag im Krankenhausbett an etlichen Schläuchen angeschlossen. Er hat um sein Leben gekämpft. Wirklich gekämpft. Die meisten würden derartige Verletzungen nicht überleben. Zum Glück war kein lebenswichtiges Organ betroffen. Der Kleine war immer nur kurz bei Bewusstsein. Er bekam schwere Medikamente. Ich blieb bei ihm, trotz allem, was los war. Ich konnte ihm zeigen, dass ich sein Freund war. Er brauchte jemanden. Ich wollte ihm versichern, dass alles gut wird. Ich fragte ihn, hast du gesehen, wer das war? Welche Farbe hatten seine Klamotten? Er antwortete, schwarz. Konntest du sein Gesicht sehen? Er sagte, er trug eine Maske, die auch schwarz war. Dann meinte er, ich will zu meiner Mama. Es brach ihm das Herz. Die Ermittler müssen Nicks Vater ausfindig machen. Mike Smith war ihr Ex-Mann. Als Ermittler zieht man automatisch gewisse Personen in Betracht. Carmen Smith hatte sich vor kurzem scheiden lassen, also sieht man sich den Ex-Mann an. Bei einer Scheidung kann es häufig zu Wut- und Hassgefühlen kommen. Wie sich herausstellt, hätte Nick das ganze Wochenende bei seinem Vater verbringen sollen. Doch dann hat ihn seine Mutter überraschend abgeholt. Nick blieb bei ihm, wenn Carmen Smith unterwegs war. Vor ihrem Tod ist sie mehrere Tage im Einsatz gewesen. Doch da sie sich nicht gut fühlte, kam sie einen Tag eher zurück. Also war sie zu Hause. Offenbar wusste der Täter von ihrer plötzlichen Planänderung. Mike Smith wusste davon und er war wütend, dass sie Nick vorzeitig abgeholt hatte. Scheidungen, bei denen es um Sorgerecht geht, enden häufig damit, dass einer wütend ist, weil er sein Kind plötzlich viel zu wenig zu sehen bekommt. Das ist eine prekäre Situation, in der die Emotionen hochschlagen und manche sich nicht unter Kontrolle haben. Es war bekannt, dass es zwischen den beiden einige Auseinandersetzungen gegeben hatte. Er konnte jederzeit im Krankenhaus auftauchen. Wir mussten herausfinden, ob er als Täter in Frage kam. Damit steht Mike Smith im Fokus der Ermittler. Könnte er seine Ex-Frau auf diese brutale Art umgebracht haben? Das Krankenhaus ließ mich wissen, dass Nick Besuch von Verwandten und Freunden bekam. In vielen Fällen versucht der Täter im Krankenhaus zu beenden, was er angefangen hat. Man lässt Mike Smith zur Befragung aufs Revier kommen. Dann fährt man mit ihm zum Krankenhaus. Die Situation hat ihn extrem mitgenommen. Wir wollten ihn zu seiner Scheidung befragen und uns seine Reaktionen ansehen. Er hat uns die Gründe für die Trennung genannt und erzählt, was sich zugetragen hatte. Mike Smith berichtet, dass er an dem Morgen um 7.30 Uhr mit seiner Ex-Frau gesprochen hat. Nick hatte gerade das Haus verlassen. Es ist wichtig zu wissen, wer als letzter mit dem Opfer gesprochen hat. Dadurch lässt sich die Tatzeit eingrenzen und man erfährt, in welchem Gemütszustand sich der Verstorbene befunden hat. Mike Smith gibt zu, dass sie gestritten haben. Er war wütend, weil sie Nick vorzeitig abgeholt hatte. Ihm hat vieles zu schaffen gemacht. Zwischen ihnen gab es Eifersucht, weil neue Partner ins Spiel kamen. Bezüglich seines Motivs stellten sich folgende Fragen.
Könnte er eifersüchtig gewesen sein, weil sie andere Männer traf? Ja. Könnte er Sorge gehabt haben, dass ein anderer Mann in das Leben seines Sohnes tritt? Absolut. Ein weiterer Faktor ist, dass er das Haus gut kennt. Eine zentrale Frage war, wie derjenige ins Haus kam. Die Polizei konnte keine Anzeichen auf einen Einbruch finden. Keine eingetretene Tür, kein kaputtes Fenster oder ähnliches. Derjenige hatte sich auf eine andere Art ins Haus geschlichen. Mike ist oft mit Nick im Haus gewesen, wenn Carmen beruflich unterwegs war. Er kannte das Haus, von innen wie von außen. Er hatte ein Motiv und die Gelegenheit. Doch man braucht noch etwas, um berechtigte Zweifel auszuschließen. Die Polizei muss sein Alibi eingehend überprüfen. Denn solange das stichhaltig scheint, hat die Anklage vor Gericht keine Chance. Er war bei der Arbeit. Doch es gab ein Zeitfenster, in dem er das Verbrechen begangen haben könnte. Es kann schwierig sein, ein Alibi zu widerlegen. Aber oftmals haben die Ermittler ein gewisses Bauchgefühl. Und dem muss man folgen. Sie kennen ihren Fall. Er ist Teil ihres Lebens. Die Polizei muss auf andere Weise herausfinden, ob Mike Smith verdächtig ist. Man hat ihm erlaubt, seinen Sohn zu besuchen, um zu sehen, wie sie sich verhalten. Wenn ihrem Sohn etwas derartiges angetan wird, dann ist zu erwarten, dass sie emotional darauf reagieren. Alles andere ist ein Warnsignal. Ich habe mich ans Fenster gesetzt, um ihnen Raum zu geben, aber sie gleichzeitig beobachten zu können. Als der Kleine aufwachte und die Hände nach seinem Vater ausstreckte, war für mich seine Unschuld bewiesen. Sein Sohn wäre sonst nie so zutraulich gewesen. Beide haben geweint. Ihm hat die Scheidung zu schaffen gemacht. Aber hätte er 18 Mal auf seinen Sohn eingestochen? Niemals. No, not a chance. Dann erfahren die Ermittler, dass die Autopsie eine neue Spur aufgedeckt hat. Auf der Leiche befanden sich kurze schwarze Haare. Carmen Smith hatte also Körperkontakt mit jemandem, der weder ihrem noch Nicks Haartyp entsprach. Ein Haar samt Follikel reicht zur DNA-Analyse aus. Der Unterschied zwischen guter und schlechter DNA liegt in der Qualität und Quantität. Zum einen sollte die DNA gut erhalten und noch nicht degradiert sein. Außerdem benötigt man eine gewisse Anzahl von Zellen für eine detaillierte Analyse. 1995 steckte die DNA-Forschung noch in den Kinderschuhen. Ein einziges Haar, an dem sich Gewebe befand, reichte damals noch nicht zur wissenschaftlichen Analyse aus. Die Polizei befragt jeden, der zum Haus des Opfers Zutritt hatte, um herauszufinden, von wem das Haar stammen könnte. Die erste Befragte ist Lottie Spencer, die ein Stockwerk höher wohnt. Sie war wenige Monate zuvor dort eingezogen. Sie hatte eine 10-jährige Tochter. Christina war ein paar Jahre älter als Nick. Sie fuhren zusammen mit dem Schulbus und wohnten im selben Haus. Es war eine ganz spezielle Wohnsituation, denn beide Mütter waren alleinerziehend. Sie waren nicht unbedingt enge Freundinnen, aber so etwas wie Mitbewohnerinnen. Eine wohnte in der oberen und die andere in der unteren Wohnung. Lottie Spencer sagt, sie sei um kurz nach 7 zur Arbeit gefahren. Zur selben Zeit, als Nick und Christina zum Schulbus gingen. Als sie am Nachmittag von Christina hörte, was passiert war, fuhr sie sofort nach Hause. Dann offenbart sie der Polizei,
dass der Tod ihrer Nachbarin mit einem Mann aus ihrer Vergangenheit in Verbindung stehen könnte. Sie berichtete, dass sie seit fast einem Jahr einen ziemlichen Albtraum durchlebte. Damals hatte sie Wasim Dacre beim Paintball kennengelernt. Sie waren im selben Team gewesen. Danach haben sie sich weiter getroffen. Sie wollte einfach nur wie eine große Schwester für ihn da sein, da er zu Hause wohl Probleme hatte. Dacre ist damals 17 Jahre alt und studiert an der Georgia Tech University. Er wurde besessen von ihr. Er folgte ihr zur Arbeit und zu Restaurants. Sie wollte auf Abstand gehen, da sein Verhalten ihr immer mehr Sorgen bereitete. Doch er akzeptierte kein Nein. Als er sie nicht in Ruhe lässt, geht die junge Mutter zur Polizei. Er wurde wegen Belästigung und Nachstellung verklagt und musste sich einer psychiatrischen Behandlung unterziehen. Im Herbst 1995 beginnt Lottie Spencer ein neues Leben in East Cobb und zieht in das Haus von Carmen Smith. Dacre war gerade aus der psychiatrischen Klinik entlassen worden. Er war auf freiem Fuß und konnte tun, was er wollte. Ein Stalker lässt einen nicht mehr in Ruhe. Die Erkenntnis, dass ein psychisch kranker Mann Carmen Smiths Nachbarin gestalkt hat, wirft ein neues Licht auf den Mordfall. Wir mussten den Mann zügig aufspüren und herausfinden, wie es sich mit ihm verhielt und ob er ein Alibi hatte. Die Polizei konnte ihn im Haus seiner Eltern ausfindig machen. Er war ein komischer Kerl, der offensichtlich mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, aber überaus intelligent war. Er wüsste nicht, wo Lottie Spencer wohnte und hätte nichts damit zu tun. Kannten Sie diese Frau? Ich habe nie zuvor von ihr gehört. Haben Sie Carmen Smith umgebracht? Nein. Haben Sie auf Ihren Sohn eingestochen? Nein. Dacre beschreibt seine Beziehung zu Lottie Spencer ganz anders als sie. Laut ihr war das Verhältnis immer platonisch gewesen. Er sagte dagegen, dass sie eine Weile ein Liebespaar waren. Lottie Spencer hat mir da etwas ganz anderes erzählt. Ich frage mich, in welchem Verhältnis sie tatsächlich zueinander gestanden haben. Sie leugnet es, aber wir hatten eine romantische sexuelle Beziehung. Es ist schwierig, eine Situation zu klären, wenn beide Beteiligten sie völlig unterschiedlich wiedergeben. Dacre gibt an, ein Alibi für den Zeitraum der Tat zu haben. Er sagte, dass er den ganzen Tag zu Hause war und mit Freunden Computer gespielt hat. Für dieses Spiel brauchte man ein Modem und ein Festnetztelefon. Ich war zu Hause und habe Computer gespielt. Frag Colin. Kein Problem. Sein Freund bestätigte, dass Dacre die Wahrheit sagte und sie dieses Spiel gespielt hätten. Dacres Alibi scheint wasserdicht. Er scheint nichts mit diesem Fall zu tun zu haben. Warum Carmen Smith? Welches Motiv hätte er gehabt, sie zu töten? Nach dem, was wir in Erfahrung gebracht haben, hatten sie sich nicht einmal gekannt. Die Ermittler überprüfen andere Männer im Leben des Opfers. Wir befragten ihre Angehörigen zu ihrem Lebensstil und Personen, die sie gedatet hatte. Sie war gerade erst 30 geworden, eine hübsche junge Frau. Die Polizei wollte überprüfen, ob sich in ihrem Bekanntenkreis ein Verdächtiger befand. Dann erfahren sie von einem Mann, mit dem sie sich in letzter Zeit oft getroffen hat. Sein Name war John. Er hätte gewusst, dass sie früher zurückgekommen war. Er wohnte ganz in der Nähe und er kannte ihren Tagesablauf. Er wusste, wo sie wohnte.
Der Mann wird zur Befragung aufs Revier gebracht. Bei Befragungen achten die Ermittler auf zahlreiche Hinweise. Auch die Körpersprache verrät einiges über einen Menschen. Eine defensive Haltung deutet auf Unsicherheit hin. Derjenige fühlt sich bedroht. Kreuzt er die Beine? Verschränkt er die Arme? Vermeidet er Blickkontakt? Er hat zugegeben, dass er sich zu Carmen Smith hingezogen fühlte und dass sie ein paar Mal aus waren. Er meinte, sie hätte sich ihm anvertraut. Sie war frisch geschieden. Männer sind dämlich, das sind wir alle. Vielleicht war er eifersüchtig, weil sie noch andere Männer traf. Die Ermittler müssen herausfinden, wo sich John am Morgen der Tat aufgehalten hat. Er konnte kein stichhaltiges Alibi vorweisen, da er alleine war. Das war ein Problem. Es gab keine Kollegen, die für ihn bürgen konnten. Er wurde nicht beim Einkaufen gesehen, nichts dergleichen. Er hatte praktisch kein Alibi. Also stellt sich die Frage, welches Motiv er gehabt hätte. Das war kein Mord im Affekt. Dieser Täter hatte sein Vorhaben genau geplant. Nichts an ihm deutete darauf hin, dass er besitzergreifend war und wegen irgendetwas auf sie wütend gewesen wäre. Ja, er hat sie sehr gemocht. Sicher wäre er gerne der Einzige für sie gewesen. Aber deshalb hätte er nicht jemanden umgebracht. Er war nicht der Typ dazu. Wir haben ihn überprüft und die Spur verfolgt, ihn dann aber vom Verdacht ausgeschlossen. Das bedeutet, dass Carmen Smiths Killer noch immer auf freiem Fuß ist. Wir mussten den Verantwortlichen finden und hinter Gitter bringen. Jeder Mordermittler hat den Ehrgeiz, seinen Fall möglichst zügig zu lösen. Sie wollen, dass dem Opfer Gerechtigkeit widerfährt und die Öffentlichkeit vor dem Täter geschützt wird. Leider hat man keine Kristallkugel und in diesem Fall führten alle Spuren ins Leere. Mir lag es persönlich am Herzen, alles zu tun, um den Mörder von Carmen Smith zur Rechenschaft zu ziehen. Ich erinnere mich, dass wir permanent unter Strom standen. Man beschäftigt sich Tag und Nacht mit dem Fall, selbst im Schlaf. Wobei ich in dieser Zeit nicht viel geschlafen habe. Dieser Fall lastete auf uns. Wir mussten alles tun, um ihn zu lösen. Das waren meine Opfer. Carmen und Nicholas Smith. Nach wochenlangem Warten erhalten sie ein entscheidendes Beweisstück. Es war einer der ersten Fälle, in denen die Polizei die Telefonverbindungsdaten erhielt. 1995 war es noch nicht so einfach herauszufinden, wessen Nummer angerufen wurde. Die seitenlange Auflistung offenbart einen erschreckenden Hinweis. Es gab Anrufe innerhalb des Hauses. Jemand hatte aus der unteren Wohnung des Opfers oben bei Lottie Spencer angerufen. Der Anruf wurde zu einem Zeitpunkt getätigt, als Carmen Smith bereits tot war. Jemand hatte Stunden nach dem Mord an Carmen Smith aus ihrer Wohnung bei ihrer Nachbarin angerufen. Da ihr Tod in den Morgenstunden eingetreten war, war das ein entscheidender Hinweis. Der Anruf wird um 11.32 Uhr getätigt. Wieso wollte der Mörder jemanden im oberen Stockwerk erreichen? Oftmals ist es das Bauchgefühl, das einen in die richtige Richtung leitet. Man muss nur den Hinweisen folgen und den Telefonaten. Wir hatten einen vorbestraften Stalker.
Wir mussten uns Dacre noch einmal ansehen. Welcher Täter würde sich die Zeit nehmen, am Tatort abzuwarten und von dort aus die Nachbarin anzurufen? Mit seinen Belästigungen und seinem Stalking hatte er bereits gezeigt, dass er sich nicht unter Kontrolle hatte. Er hatte Lottie Spencer weiterhin verfolgt, gegen ihren Willen. Angesichts der Gefahr, die von Dacre ausgehen könnte, handeln die Ermittler umgehend. Es gab mehrere Berichte bezüglich seines Stalkings in Cobb County. Also wurde beschlossen, ihn angesichts Lottie Spencers Aussagen festzunehmen und die Sache zu untersuchen. Es war nicht so, dass wir dachten, deswegen kriegen wir ihn. Aber schwere Fälle von Stalking sind strafbar und überaus gefährlich. Bei seinem Verhör leugnete er weiterhin, Carmen Smith zu kennen. Die Ermittler nehmen Blut- und Gewebeproben von Dacre und verschaffen sich einen Durchsuchungsbefehl. Man kann nicht in das Gehirn eines Täters kriechen und sehen, was er zum Zeitpunkt seines Verbrechens dachte. Aber man kann sich einen Einblick in sein Leben und seine Welt verschaffen. Wir haben tausende Pornobilder auf seinem Laptop gefunden. Auf vielen Fotos wurden Frauen gefesselt und gefoltert. Und zwar genau so, wie es der Tatort vermuten ließ. Anhand seines E-Mail-Accounts konnten wir feststellen, dass er nach Büchern zu grausamen Szenarien gesucht hatte. Wie man Einbrüche begeht, wie man Menschen umbringt. In einem Buch wurde beschrieben, wie man sein Opfer mit einem Eispickel in Schach halten kann. Wir fanden Eispickel, mit denen er seine Gotcha-Waffen gereinigt hatte. Sowie einige Messer von derselben Marke wie die Klinge am Tatort. Er hatte also Zugriff auf die Art von Waffen, die der Mörder eingesetzt hatte. Bei der Durchsuchung seines Zimmers fanden wir einen Safe. Ich hätte als 17-Jähriger nichts in einem Safe verstecken dürfen. Aber er hatte einen. Darin befand sich eine Schachtel für Handschellen. Sie war leer. Wo waren die Fesseln? Der aussagekräftigste Beweis befindet sich im Mülleimer. Im Papierkorb lagen Briefe, in denen er seine Gedanken zu Lottie Spencer festgehalten hatte. Einer war besonders schaurig, er hatte ihn zerrissen. Hier beschrieb Dacre, wie er sich an ihr rächen wollte, aber so, dass sie noch am Leben blieb. Er schien Lottie Spencer unerträgliche Schmerzen zufügen zu wollen, aber keine körperlichen. Offensichtlich hatte er einen Ersatz gesucht. Dieser Täter hatte seine Wut auf eine bestimmte Person an einer anderen ausgelassen. Am 19. September 1996 wird Wasim Dacre wegen seines vehementen Stalkings von Lottie Spencer schuldig gesprochen. Dacre wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Währenddessen gingen die Ermittlungen zum Mord an Carmen Smith und zum Angriff auf Nicholas weiter. Jeder Hinweis, jedes Beweisstück deutete auf Wasim Dacre. Es ging weiter. Diese Fälle werden nicht zu den Akten gelegt. Für uns bleiben sie aktuell. 2005 neigte sich Dacres Haftstrafe für schweres Stalking langsam dem Ende zu. Dacre ist kein durchschnittlicher Krimineller. Er ist extrem intelligent, was ihn umso gefährlicher macht.
Er lässt sich nichts von einem Richter oder einem Arzt sagen. Wasim Dacre macht nur, was er tun will. So einen will man von der Straße fernhalten. Die Zeit drängte. Und wir wollten ihn zur Rechenschaft ziehen. Die Ermittler sind überzeugt, dass Wasim Dacre für den Mord an Carmen Smith und den brutalen Angriff auf ihren Sohn verantwortlich ist. Nun müssen sie es ihm nachweisen. Er war gefährlich. Er würde Lottie Spencer weiter stalken. 2005 wurde Dacre entlassen und lief wieder frei herum. Wir mussten ihn unbedingt wieder festsetzen. Unser wichtigstes Beweisstück war das Haar, das man damals noch nicht hatte auswerten können. Bezeichnend war, wo man es sichergestellt hatte. Nicht irgendwo am Tatort, sondern am Körper von Carmen Smith, unter ihrem Shirt. 2009 ist es soweit. Die DNA-Analyse hat drastische Fortschritte gemacht. An einigen Haaren, die 1995 sichergestellt wurden, befanden sich Wurzeln. Wir wollten die Haare von einem Unternehmen in Texas analysieren lassen. Detective John Dawes liefert die DNA-Proben persönlich ab. Ich bin vor Sonnenaufgang in Atlanta losgefahren. Ich hatte mit dem Beweismaterial in einem Hotel übernachtet, weil es so wichtig und wertvoll war. Es hat geklappt. Am 31. Dezember 2009 erhielt ich das Ergebnis. Es war Wasim Dacre. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand mit einem ähnlichen DNA-Profil gewesen sein könnte, war überaus gering. Damit ist klar, dass Wasim Dacres ursprüngliches Alibi erfunden war. Wir hatten etliche Hinweise. Jetzt hatten wir den DNA-Beweis. Anhand der Zeitachse können Sie nun nachweisen, dass Dacre der Täter ist. Er wartet, bis die Kinder zum Schulbus gehen und Lottie Spencer zur Arbeit. Dann dringt er am Morgen in das Haus ein. Ohne Spuren zu hinterlassen. Er hat sie gefesselt. Und sie mit einem Eispickel in den Rücken gestochen. Ihr Hals zeigte eindeutig, dass sie stranguliert wurde und daran starb. Er hatte den Vorsatz, sie hinterhältig zu töten. Ein gewissenloser Killer, der keinerlei Reue empfindet. Dann sitzt er stundenlang neben seinem toten Opfer und bewundert sein Werk. Bis ihr fünfjähriger Sohn nach Hause kommt. Er greift ihn an und sticht wiederholt auf ihn ein. Am 13. September plädiert Wasim Dacre, der sich selbst vor Gericht vertritt, auf nicht schuldig. Nick sagte im Zeugenstand aus, dass Dacre ihm seine Mutter genommen und seinen Zorn in seine Brust gestanzt hätte. An dem Tag ist Nick aus der Opferposition herausgewachsen, als er gegen seinen Angreifer und den Mörder seiner Mutter aussagte. Wir konnten nur hoffen, dass die Geschworenen die Beweislage genauso sehen würden wie wir. Nach dem 2 Wochen langen Prozess brauchen die Geschworenen nur 4 Stunden, um eine Entscheidung zu fällen. Der Schuldspruch war eine große Erleichterung.
Sowohl für mein Team als auch für John Dawes. Endlich konnten wir Nick in die Augen sehen mit dem Wissen, dass wir das geschafft hatten, was uns so lange nicht möglich war. Wir konnten den Mann zur Rechenschaft ziehen, der seine Mutter getötet und sein Leben auf diese grausame Art geprägt hatte. Am Ende bekamen wir das beste Ergebnis, das wir bei einem solchen Fall kriegen konnten. Wasim Dacre wird zu lebenslänglich plus weiteren 47 Jahren Haft verurteilt. Sein jüngster Antrag auf Revision wird 2016 abgelehnt. Es war eine Ehre, in diesen Fall involviert zu sein. Das Ergebnis ist dem unermüdlichen Einsatz hart arbeitender Menschen zu verdanken. Als Mordermittler ist es unsere Aufgabe, für die Toten zu sprechen. Nur weil sie nicht mehr unter uns sind, heißt es nicht, dass wir ihre Geschichte nicht erzählen. Wir fanden die unbekleidete Leiche eines scheinbar sehr jungen Mädchens. Sie war gefesselt und geknebelt worden. Sie hatte Schnittwunden am Körper. Offenbar wurde ein besonders grausames Sexualverbrechen begangen. Er hoffte, irgendwann zurückzukehren, um sein Werk zu bewundern. Unsere Datenbank umfasste mehr als 20.000 Personen. Wir arbeiteten 14, 16, 18 Stunden am Tag. Denn wir alle mussten damit rechnen, dass der Täter nochmal zuschlägt. Plymouth in der Grafschaft Devon. Ein leerstehender Kindergarten birgt ein tödliches Geheimnis. Schon bald wird das heruntergekommene Gebäude zum Tatort. Kriminalhauptkommissar John Assery wird mit der Leitung des Falls betraut. Wir fanden die unbekleidete Leiche eines scheinbar sehr jungen Mädchens. Wir hielten sie für kaum älter als 14 Jahre. Dave Green ist von der Spurensicherung in Plymouth. Auf dem Fußboden lag eine Decke. Das Opfer lag teils auf, teils neben dieser Decke. Ihre Hände waren gefesselt. Ein Knebel war ihr tief in den Mund gestopft worden. Außerdem war ein Stofffetzen um ihren Hals geknotet. Die Strangulationsmale, die auf den Rücken gefesselten Hände, die Lage des Körpers. Das alles deutete darauf hin, dass der Täter sexuell schwer gestört war. Wegen der Knebel und Fesseln war davon auszugehen, dass sie überwältigt worden war. Hab ich dich! Na los! Sie war vollkommen hilflos. Sie hatte keine Möglichkeit, sich zu wehren. Auf ihrer linken Brust hatte die Tote mehrere Schnitte und zwischen den Brüsten war etwas in die Haut geritzt. Kriminalkommissarin Elaine Marshall ist stellvertretende Leiterin der Ermittlungen. Der Gedanke, dass sie nicht freiwillig an diesen Ort ging, sondern dazu gezwungen wurde, drängte sich geradezu auf. Für uns hatten die Fußspuren höchste Priorität. Wir gingen davon aus, dass der Täter sie hinterlassen hatte, beziehungsweise die Täter. Okay.
Offensichtlich hatten sich Jugendliche und wahrscheinlich auch Junkies und Dealer zu den unterschiedlichsten Tages- und Nachtzeiten in dem Gebäude aufgehalten. Möglicherweise hat der Mörder sogar eine Nachricht hinterlassen. Man konzentriert sich so sehr darauf, den Täter eines so schrecklichen Verbrechens zu fassen, dass Emotionen und der Wunsch nach Gerechtigkeit verdrängt werden. Wir hatten absolut keine Ahnung, wer das Opfer war. Sie hatte keine Papiere bei sich. Sie trug keine Kleidung. Und auch in der näheren Umgebung wurde keine gefunden. Der Leichnam wird in die Gerichtsmedizin gebracht. Vielleicht ist es dort möglich, die junge Frau zu identifizieren. Sie war ein recht zierliches Mädchen. Wir waren bemüht, sie respektvoll zu behandeln. Auch als wir sie in den Leichensack legten. Das ist ja kein totes Stück Fleisch. Man darf nie vergessen, dass das ein Mensch ist. Bei den Verbrechen in Plymouth handelt es sich äußerst selten um Mord. Offenbar wurde ein besonders grausames Sexualverbrechen begangen. Also war eine breit angelegte Untersuchung mit so vielen Ermittlern wie möglich erforderlich. Die meisten Morde werden innerhalb der ersten beiden Tage aufgeklärt. Doch in diesem Fall laufen die Ermittlungen zunächst ins Leere. Es gibt keine Verdächtigen. Die Identität des Opfers ist nach wie vor ungeklärt. Eine neue Spur jedoch verspricht einen entscheidenden Durchbruch. Sechs Stunden, nachdem in Plymouth die Leiche einer jungen Frau entdeckt wurde, wird die Tote zur Obduktion ins Derryford Hospital gebracht. In all meinen Dienstjahren bei der Polizei war dies das einzige Mal, dass bei der Obduktion die Identität des Opfers nicht bekannt war. So eine Obduktion ist schlimm. Die meisten Polizisten würden ihnen sagen, dass sie sich das gern ersparen würden, wenn sie die Wahl hätten. Auffällig war die Art und Weise, wie sie erwürgt worden war. Der Stofffetzen war um ihr Haar gebunden. Jemand, der sich freiwillig auf sexuelle Praktiken einlässt, bei denen auch Strangulation eine Rolle spielt, würde das Haar aber anheben, um sich knebeln zu lassen. Der Pathologe findet einen wichtigen Hinweis. Bei der Untersuchung entdeckte man in den Haaren eine Halskette mit zwei Anhängern, eine 18 und der Buchstabe N. Bei der Besichtigung eines leerstehenden Hauses in der Molesworth Road kam es heute Nachmittag um kurz nach 11:30 zu einer grauenvollen Entdeckung. Die Polizei bittet jeden, der sachdienliche Hinweise hat, sich unverzüglich zu melden. Bei jedem Kapitalverbrechen, in jeder Mordermittlung, erhalten wir über die Medien eine Vielzahl wichtiger Hinweise. Die Berichterstattung in der Presse ist absolut unentbehrlich. Die schockierten Einwohner der Stadt reagieren sofort. Noch am selben Abend hat die Polizei mehrere Anhaltspunkte. Zum Ermittlungsteam der Polizeidirektion Plymouth gehört auch John Rimmer. Wir wurden als Verbindungsbeamte für die Angehörigen eingesetzt. Unsere Aufgabe bestand also darin, mit jedem zu sprechen, der ein Familienangehöriger des Opfers sein konnte. Ich hatte nur das Ende der Nachricht mitbekommen. Jemand wurde in einem Leichensack herausgetragen.
Mein damaliger Freund sagte, red keinen Unsinn. Nicola wohnt doch gar nicht in der Gegend. Ich rief trotzdem die Polizei an. Und keine 5 Minuten später klopfte es auch schon an der Tür. Wir hatten den Eindruck, dass sie den Anruf bereits bereute. Nach dem Motto, das kann ja gar nicht Nicola sein. Marina sagt aus, dass ihre Tochter Nicola erst kürzlich in eine eigene Wohnung gezogen ist. Ich habe gesagt, tut mir leid, aber können Sie dem Beamten, der mir vorbeischaut, bitte ausrichten, dass ich einfach nur in Sorge war? Ich konnte mir bildlich vorstellen, wie sie die Tür öffnet und fragt, was ist denn hier los? Wir kamen sehr schnell auf das Schmuckstück zu sprechen. Sie trägt eine Kette mit einer 18 und einem N. Ja, mit einer 18 und einem N. Wir beschlossen sofort, mit ihr ins Derriford Hospital in die Gerichtsmedizin zu fahren, um die Leiche identifizieren zu lassen. Es ist fast Mitternacht. Die Obduktion ist noch nicht abgeschlossen, als Marina Parsons in Derriford eintrifft. Das war in der Tat das einzige Mal, dass eine Obduktion unterbrochen wurde. Alle forensischen Spuren, die sich außen am Körper der Leiche befanden, hatten wir schon gesichert. Auf der Fahrt in die Gerichtsmedizin wurde Marina immer angespannter. Offensichtlich war sie sehr beunruhigt. Ich konnte da nicht reingehen. Mein Freund hat John begleitet. Chris hatte sich einigermaßen unter Kontrolle. Wir gingen hinein, in diesen Raum, in den die Leichen zur Identifizierung gebracht wurden. Natürlich sind die Körper komplett abgedeckt, da ist wirklich nur das Gesicht zu sehen. Als Chris ihr Gesicht sah, war alles klar. Es hat so lange gedauert. Da wusste ich Bescheid. Ich wusste es, wollte es aber nicht wahrhaben. Nun stand eindeutig fest, dass es sich um Nicola handelte. Als Chris und ich zum Wagen zurückkehrten, brach Marina zusammen. Das war der Moment, der unser ganzes Leben veränderte. Die Ermittler wissen nun, dass das Opfer die 18-jährige Nicola Parsons ist. Nach der Identifizierung wird die Obduktion fortgesetzt. Es bestätigt sich, dass die junge Frau vergewaltigt wurde. Spermaspuren des Täters werden gesichert. Auch die Verletzungen an ihrer Brust werden genauer untersucht. Es gab diese Schnitte an ihrer linken Brust. Das war eine postmortale Verletzung, denn die Wunden hatten nicht geblutet. Die Schnitte wurden ihr nicht zugefügt, um sie zu quälen, sondern aus bisher ungeklärten Gründen. Stopp! Seit Nicolas Leiche gefunden wurde, sind 24 Stunden vergangen. Die Polizei von Plymouth will endlich Fortschritte in dem Fall sehen. Die Identifizierung des Opfers hatte uns ein ganzes Stück vorangebracht. Nun konnten wir die Ermittlungen erheblich ausweiten. Wir konnten jetzt gezielt nach Zeugen suchen, die sie gekannt, vielleicht sogar gesehen hatten. Wer war der Letzte, dem sie lebend begegnet war?
Die Ermittler müssen herausfinden, wer Nicola Parsons Freunde und wer ihre Feinde waren. Nicola und ich, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Sie arbeitete in einem Altersheim. Den Job als Pflegerin hatte sie sich selbst besorgt. Sie war sozial sehr engagiert. Sie war gerade erst ausgezogen in ihre erste eigene Wohnung. Eine ziemlich kleine Wohnung, aber sie hat sich wahnsinnig gefreut, weil es für sie der erste Schritt in die Unabhängigkeit war. Als ich Nicola das letzte Mal sah, hatte sie sich bei der Royal Air Force beworben. Und sie sagte, ich will zur Luftwaffe. Ich möchte was von der Welt sehen. Im Großen und Ganzen schien sie ein nettes, fürsorgliches Mädchen gewesen zu sein. In Nicolas Wohnung hatte alles seinen Platz. Unordnung konnte sie nicht ausstehen. In der Wohnung fanden wir ein paar Dinge, die für die Ermittlungen sehr hilfreich waren. Zum Beispiel ein Tagebuch. Aus dem Tagebuch haben wir eine Menge über ihre Lebensgewohnheiten erfahren. Das Tagebuch offenbart eine ganz andere Seite von Nicola und ihrem Leben. In Plymouth gibt es ein bekanntes Szeneviertel. In der Union Street reiht sich Bar an Bar, ein beliebtes Ziel für Nachtschwärmer. Hier in Plymouth, in der Union Street bei Nacht, da registrieren wir vor allem Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, Trunkenheit, Körperverletzungen und sowas in der Art. Ihre beste Freundin erzählt der Polizei, dass Nicola in dieser Gegend ein- und ausging. Nicola ging für ihr Leben gern in Nachtclubs, manchmal an 3, 4, 5 Abenden in der Woche. Der Freundin gegenüber hatte sie erwähnt, dass sie am fraglichen Abend in einen der Clubs gehen wollte. Wahrscheinlich ins Jesters. Die Freundin beschreibt auch, welche Kleidung Nicola in der Mordnacht trug. Einen schwarzen Rock, ein rotes Top und schwarze Stiefel. Keines der Kleidungsstücke wurde am Tatort gefunden. Doch den Ermittlern liefern diese Informationen wichtige Anhaltspunkte. Möglicherweise hat Nicola ihren Mörder gekannt oder ihn in Jesters kennengelernt. Einen Mörder, der im Vergnügungsviertel der Stadt auf die Jagd geht. Wir mussten dringend die Aufzeichnungen der Videoüberwachung im Jesters sichten und so viele Informationen wie möglich herausfiltern. Wir wussten, dass in der Tatnacht mehr als 650 Gäste im Club waren. Während die Videobänder gesichtet werden, nimmt sich John Rimmer Nicolas Tagebuch vor. Wir haben uns Seite für Seite durch das Tagebuch gearbeitet. Aus den Aufzeichnungen ging hervor, dass Nicola eine sehr kontaktfreudige junge Dame war, die sich in der Gesellschaft junger Männer wohlfühlte. Es war also durchaus möglich, dass ihr Mörder im Tagebuch bereits erwähnt wurde. Viele ihrer männlichen Freunde haben eines gemeinsam. Es sind Seeleute. Falls der Mörder auch ein Seemann ist,
wartet auf die Polizei eine riesige Aufgabe. Im Tagebuch stand, dass Nicola gern mit Matrosen ausging. Sie mochte Männer in Uniformen. Seinerzeit lagen etwa 30 Schiffe im Hafen. Meine größte Sorge war, dass der Täter ein ausländischer Seemann sein könnte, der niemals zurückkehrt. Dann würde es ewig dauern, ihn zu finden. Normalerweise umfasst eine Ermittlung in der Region Plymouth vielleicht 5.000 Personen. In unserer Datenbank hatten wir aber schon mehr als 20.000 Personen und Schiffe, die direkt nach dem Mord in alle Himmelsrichtungen ausliefen. Für die Ermittler eine gewaltige Herausforderung. Mit geringer Aussicht auf Erfolg. Möglicherweise hatte Nicola Parsons einvernehmlichen Sex mit einem unbekannten Seemann, der nach dem brutalen Mord für immer das Land verließ. Verdammt, hör auf! Mach's Maul auf! Doch die Überwachungsvideos liefern schon bald jenen entscheidenden Hinweis, nach dem die Ermittler so fieberhaft suchen. Seit dem Mord an Nicola Parsons sind einige Tage vergangen. Es gibt keinen Hinweis auf ihren Mörder, keine Fingerabdrücke. Dave Green konzentriert sich auf die einzige konkrete Spur, den Schuhabdruck, der am Tatort gefunden wurde. Schätzungsweise 80-90% aller Verbrecher tragen garantiert Schuhe, die zu einer von höchstens 10 Marken gehören. Aber an diesem Tatort hatten wir uns bloß ratlos angesehen. Keine Ahnung, was das für eine Marke ist. Wir waren in jedem Schuhgeschäft der Stadt, auch auf die Gefahr hin, dass man uns für Spinner hielt. Wir haben jeden Schuh in die Hand genommen, umgedreht und die Sohle überprüft. Wir haben die Schuhe gefunden. Die endlosen Stunden, die mit der Sichtung der Überwachungsvideos verbracht wurden, zahlen sich ebenfalls aus. Möglicherweise haben die Ermittler Nicola entdeckt. Und ihren Mörder. Wir erfuhren, dass Nicola in der fraglichen Nacht gesehen wurde, als sie in einem Nachtclub mit einem schwarz gekleideten Mann stritt. Wir mussten nun herausfinden, ob es A, die Tatnacht oder ein anderer Abend gewesen war und ob sie B, den Mann kannte oder gerade erst kennengelernt hatte. Wir fanden etliche Personen, die Nicola kannten. Dutzende von Stammgästen aus der Union Street werden auf die Polizeiwache gebracht. Sie sollen sich das Videomaterial ansehen. Eine frustrierende Aufgabe. Wenn Alkohol im Spiel ist, vergisst man natürlich so manches. Das Gedächtnis lässt die Leute im Stich. Uns war klar, dass wir in großen Schwierigkeiten steckten. Die Befragung der Augenzeugen erweist sich als sinnlos. Die Ermittlungen geraten erneut ins Stocken. Dann endlich eine handfeste Spur. Wir fanden ein DNA-Profil auf und in ihrem Körper. Es war ziemlich eindeutig, dass das die DNA des Täters war. Ein entscheidender Fortschritt. Doch die DNA passt zu niemandem, der aktenkundig ist. Im Jahr 1996 wird die nationale Datenbank gerade erst aufgebaut. Sie umfasst daher nur eine sehr geringe Anzahl von Straftätern. Kriminalhauptkommissar John Assery entschließt sich zu einer außergewöhnlichen Maßnahme. Es gab keine Täterbeschreibung, da wir den Täter nicht kannten. Die Strategie war daher ein Ausschlussverfahren über DNA-Vergleiche.
Jeder Häftling muss eine DNA-Probe abgeben, unabhängig davon, für welche Straftat er einsitzt. In der Zeit von Juli bis November hatten wir über 1300 Strafgefangene. Außerdem werden die Gefangenen anhand eines Fragebogens zum Mord vernommen. Wenn die Marke ihrer Schuhe mit der vom Tatort übereinstimmt, wird ein Abdruck der Schuhsohle gemacht. Eine gewaltige Flut neuer Beweismittel. Sie auszuwerten, wird Monate dauern. DNA-Tests waren damals längst nicht so ausgereift wie heute. Eine einzige Analyse nahm mehrere Tage in Anspruch. Wir konnten nur 30 Proben pro Woche auswerten lassen. Doch die Ergebnisse müssen die Ermittler gar nicht erst abwarten. Nach 2 Wochen intensiver Fahndung in der Mordsache Nicola Parsons endlich der Durchbruch. Ein Mann, der bereits eine DNA-Probe abgegeben hat, erscheint auf der Wache. Hallo? Ich muss mit jemandem über den gesuchten Mann reden, der mit dem Mädchen zu tun hat. Um welches Mädchen handelt es sich? Ich spreche über den Mord an diesem Mädchen. Dieser Mann erkundigte sich auf einer Polizeiwache in Plymouth nach dem Ergebnis seiner Probe. Und dann sagte er, ich bin's gewesen. Hören Sie, es ist schwer, hierher zu kommen und einen grausamen, widerlichen, wunderbaren Mord zu gestehen. Sie wissen genau, wovon ich spreche. Nachdem Tausende von Seeleuten ins Visier genommen und Hunderte von Stunden Videomaterial gesichtet wurden, können die Ermittler ihr Glück kaum fassen. Was ankommt, ist, dass ich sie getötet habe. Ich war's. Die DNA-Probe des Mannes muss unverzüglich überprüft werden. Doch ohne formelle Anklage können ihn die Ermittler nicht lange festhalten. Nach 36 Stunden brauchen wir für die Fortdauer der Haft eine richterliche Verfügung. Hätten wir die beantragt und die Auswertung seines DNA-Profils abgewartet, wäre eine Pressekonferenz fällig gewesen. Die Medien hätten von der Festnahme berichtet. Die Nachricht hätte sich wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitet. Und kein einziger Zeuge wäre mehr zu uns gekommen, um uns Hinweise zu geben. Also beschloss ich, ihn freizulassen. Ich ließ es drauf ankommen. Eine schwierige Entscheidung. Möglicherweise lässt Essery einen Mörder laufen. Die Ermittler lassen den Mann beschatten und warten ab. Dann folgt eine Hiobsbotschaft. Mehr als eine Woche nach der Tat liegt endlich der Obduktionsbericht vor. Die toxikologische Untersuchung ergab, dass sie keinen Alkohol im Blut hatte. Angesichts ihrer Gewohnheiten war es aber unwahrscheinlich, dass sie in einem Nachtclub war und nichts trank. Die Ermittler haben wertvolle Zeit verloren. Nicola Parsons war nicht im Jesters. Ihr Mörder ist nicht auf den Überwachungsvideos. Die Beamten haben tagelang die falsche Spur verfolgt. An jenem Abend hatte ein anderes Mädchen fast dasselbe an wie Nicola. Sie war zwar ein bisschen größer als Nicola, trug aber genau das gleiche Outfit. Auch der Mann in Schwarz wird gefunden und entlastet. Wir fanden den Mann in Schwarz, hatten aber nichts gegen ihn in der Hand. Dann folgt die größte Enttäuschung. Der DNA-Test des Mannes, der sich selbst des Mordes bezichtigt, ergibt keine Übereinstimmung. Wieso gesteht jemand einen Mord, den er nicht begangen hat? Vielleicht wegen der Aufmerksamkeit, vielleicht aus anderen Gründen. Aber diesen Mann konnten wir hundertprozentig ausschließen. Das Team muss ganz von vorn anfangen. Die Ermittler wissen nicht, wo Nicola auf ihren Mörder traf. Und nach wie vor gibt es keinen Verdächtigen. Wir gingen davon aus, dass sie A. auf dem Weg ins Jesters überfallen wurde. B. sie mit einem Messer bedroht. Hör auf! Hör auf! Und sie C. gegen ihren Willen in die Molesworth Road verschleppt wurde.
Genau hier wurde sie zuletzt. Die Ermittlungen drohen erneut ins Leere zu laufen. Mehrere Seeleute werden in Griechenland festgenommen, doch sie werden alle entlastet. Ein neuer Hinweis führt zurück nach Plymouth. Nicholas' Kleidung wird gefunden, knapp 2 Kilometer vom Tatort entfernt. Auch ihr Portemonnaie wird gefunden. Das Geld ist noch drin. Dass ihre Kleidung und die Handtasche in diesem Müllcontainer lagen, sprach für einen anderen Tathergang und hat unsere Ermittlungen in eine ganz neue Richtung gelenkt. Wenn der Mörder kein Seemann war, lebt er vielleicht ganz in der Nähe. Offenbar war der Täter auf dem Bahndamm geflohen, die Schienen entlang, und hatte die Kleidung am Bahnhof Devonport weggeworfen. Plymouth hat mehr als 200.000 Einwohner. Die Ermittler benötigen dringend Unterstützung. Nachdem wir mehrere Wochen erfolglos ermittelt hatten, haben wir ein komplettes Expertenteam zusammengetrommelt und den Fall diskutieren lassen. Julian Boone ist einer dieser Experten. Ein renommierter Profiler, der bereits in hunderten von Fällen mitgewirkt hat. Die Fernsehserie Für alle Fälle Fitz basiert auf seiner Arbeit. Sein Profil zeichnet das Bild eines verhaltensgestörten Täters. Als erstes fiel mir die große seelische Not auf, die der Täter zweifellos offenbarte. Komm schon! Dann die Handfesseln, die das Opfer nicht nur in seiner Bewegungsfreiheit einschränken. Die Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, Leblosigkeit wurde dadurch zur Schau gestellt. Wer immer Nicola Parsons umgebracht hat, er wollte sie bedingungslos unterwerfen. Widerstand ist zwecklos. Ich habe die absolute Kontrolle. Hier habe ich das Sagen. Boone glaubt, dass der Mörder stolz auf sein Werk war. Die Positionierung der Leiche war alles andere als ein Zufall. Das Opfer wurde zur Schau gestellt und bewusst so zurückgelassen, dass jeder andere es als abstoßend empfinden würde. Das Psychogramm eines eiskalten, berechnenden Psychopathen, der vorgehabt hatte, an den Ort seines Verbrechens zurückzukehren. Ich bin davon überzeugt, er hoffte, Tag für Tag wiederkommen zu können. Wäre die Tat nicht entdeckt worden, wäre er zurückgekehrt. Es ging ihm darum, seine Fantasie zu beflügeln. Er hätte wieder und wieder sein Werk bewundert. Alle Mütter und Väter in Plymouth waren in Sorge, denn wir alle mussten damit rechnen, dass der Täter nochmal zuschlägt. Die Suche nach dem Mörder war ein Wettlauf mit der Zeit. Wochenlang jagte die Polizei einem Phantom nach. Ein Mörder schleicht durch Plymouth. Und möglicherweise hat er schon das nächste Opfer im Visier. Anfang September. Seit dem Mord an Nicola Parsons sind 2 Monate vergangen.
Monate vergehen wie Jahre. Minuten werden zu Wochen. Es ist einfach immer da. Lauert hinter jeder Ecke, jeden Tag, jede Sekunde. Das kriegt man nicht aus dem Kopf. Niemand kann sich vorstellen, wie sowas ist. Marina war am Boden zerstört. Was immer ich ihr sagte. Ich kann nicht einmal sagen, was sie überhaupt wahrnahm. Die Trauer über den Verlust des Kindes überschattete einfach alles. Was auch immer wir ihr sagten. Du denkst, wahrscheinlich hat sie um Hilfe gerufen und ich war nicht da, um ihr zu helfen. Die Suche nach Nicholas Mörder wird intensiviert. Um alle denkbaren Szenarien abzudecken, werden die Ermittlungen über die Grenzen der Stadt hinaus ausgedehnt. Wir suchten nach Übereinstimmungen mit anderen Taten. Mit einem erschreckenden Ergebnis. Französische Polizisten bewachen die kleine Jugendherberge, in der Caroline Dickinson gefunden wurde. Ihre Leiche wurde gestern von Zimmergenossen entdeckt. Als diese am Morgen aufwachten, lag die 13-jährige Schülerin tot in ihrem Bett. Noch ein brutaler Mord nach einer Vergewaltigung. Noch ein ungeklärtes Verbrechen. Zwischen beiden Taten liegen nur wenige Tage. Vielleicht macht ein Serienmörder Jagd auf junge Frauen. Die Ermittler müssen handeln, und zwar sofort. Zwischen Plymouth und Frankreich gibt es eine sehr gute Fährverbindung. Daher war es möglich, dass derselbe Täter beide Verbrechen begangen hatte. Hat der Mörder auf der Suche nach neuen Opfern sein Jagdrevier nach Frankreich verlegt? Wir nahmen Kontakt zu den französischen Kollegen auf und erfuhren, dass sie in einer ganz ähnlichen Situation waren wie wir. Sie hatten eine DNA-Probe. Eine Probe, die wir mit unserer Täter-DNA vergleichen konnten. Zwei Gewaltverbrechen, die möglicherweise vom selben Täter begangen wurden. Unverzüglich wird die französische DNA-Probe in ein britisches Labor gebracht. Sie könnte der Schlüssel zur Aufklärung beider Fälle sein. Doch die Proben stimmen nicht überein. Wir hatten es mit verschiedenen Tätern zu tun. Der Fall in Frankreich half uns nicht weiter. Wieder eine Sackgasse. Abermals konzentrieren sich die Ermittlungen auf Plymouth. Einziger Anhaltspunkt ist das von Julian Boone erstellte Täterprofil. Charakteristisch für Sexualtäter ist, dass sie chronisch gelangweilt sind. Ihre einzige Möglichkeit, diese Langeweile zu mildern, ist, ihre Negativität auszuleben. Ein Psychopath, besessen davon, junge Frauen brutal zu unterwerfen, verbreitet Angst und Schrecken in Plymouth. Aber noch haben die Ermittler die Hoffnung nicht aufgegeben. Wir hatten 3240 DNA-Proben gesammelt, davon aber erst 1250 ausgewertet. Es war also möglich, dass wir den Täter schon im System hatten. Der Mord an Nicola Parsons liegt mittlerweile mehr als 3 Monate zurück. Die Ermittler haben hunderte von Arbeitsstunden in den Fall investiert. Doch ein Mann, der anscheinend wahllos tötet, der eine junge Frau vergewaltigte und ermordete, ist immer noch auf freiem Fuß. Anhand aller verfügbaren Anhaltspunkte erstellen die Ermittler mehrere Listen. Personen, die Bagatelldelikte begangen haben, die passenden Schuhe tragen und solche, die in der Gegend wohnen. Ein Name taucht immer wieder auf. Nach einigen Monaten wurde das Team auf Andrew McKinley aufmerksam.
Über seinen Namen sind wir im Rahmen unserer Ermittlungen immer wieder gestolpert. Seit dem Mord an Nicola wurde McKinley zweimal verhaftet. Zum Fall selbst hat man ihn bereits befragt. McKinley wohnte nicht weit von der Molesworth Road, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs in Devonport. Und er trug Stiefel, die zu dem Schuhabdruck am Tatort passten. McKinley wird vernommen. Doch er hat eine Erklärung dafür, wie die Abdrücke seiner Stiefel an den Tatort kamen. Er war dort, um sich zu erleichtern. Auch unter dem Druck des Verhörs bestreitet McKinley entschieden, mit dem Mord etwas zu tun zu haben. Da hat irgendwer einen Fehler gemacht. In den Verhören leugnete er, Nicola Parsons zu kennen. Er leugnete, überhaupt in der Nähe der Nachtclubs gewesen zu sein. Die Ermittler bleiben misstrauisch. Auf den ersten Blick scheint McKinley jedoch niemand zu sein, der für den Mord an Nicola Parsons in Frage kommt. Er arbeitet in einem Krankenhaus und ist erst 23 Jahre alt. Er hat Frau und Kind, ein 5 Monate altes Baby. Doch dieses bürgerliche Umfeld überrascht Julian Boone keineswegs. Der nützlichste Tipp, den ich geben konnte, war: sucht nicht nach einem, der aussieht wie ein Sonderling. Er ist ein Sonderling, sieht aber nicht so aus, sondern ganz normal. Eine genauere Überprüfung ergibt: die Ehe der Eltern gescheitert, eine schlimme Kindheit, Waisenhaus und dann Adoption. Er war ein notorischer Dieb. Beziehungen waren daran zerbrochen, dass er stahl und ihm niemand traute. Diese Erkenntnisse machten ihn für uns zum Hauptverdächtigen. Seine Probe wurde schnellstens überprüft. 12 Tage später ist McKinleys DNA-Probe ausgewertet. Das Ergebnis liegt vor. Um 11 Uhr Vormittag hatten wir das Ergebnis aus dem Labor. Seine DNA stimmte exakt mit der überein, die wir in den Spermaspuren am Tatort gefunden hatten. Fünf Monate liegt der Mord an Nicola Parsons zurück. Doch die Ermittler erleben eine weitere Überraschung. McKinley hat für die Mordnacht ein Alibi. Seit Monaten hält der brutale Mord an Nicola Parsons Plymouth in Atem. Endlich haben die Ermittler die DNA gefunden, die zu den Spuren am Tatort passt. Der Verdächtige wird verhaftet. Andrew McKinley. Doch als er auf die Polizeiwache gebracht wird, sind die Ermittler überrascht. Im selben Haus wohnte ein weiterer Mann. Und der gab McKinley ein Alibi. Sein Mitbewohner wurde verhaftet, weil er ihm für die Tatnacht ein Alibi gab. Die Beamten trennten McKinley und den anderen Mann voneinander. Und wir gingen mit beiden den genauen Verlauf der Tatnacht durch. Ein wasserdichtes Alibi und die ganze Ermittlungsarbeit wäre zunichte gemacht. Wenn das Alibi der Überprüfung standhält, ist McKinley wieder frei. Wir waren bemüht, sein Alibi so schnell wie möglich zu widerlegen. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Der Mitbewohner könnte gemeinsam mit McKinley Nicola Parsons ermordet haben. Vielleicht hatten sie das Verbrechen gemeinsam vorbereitet, gemeinsam begangen oder zumindest gemeinsam vertuscht. Wir hatten Sperma von nur einem Täter. Aber das schloss nicht aus, dass es einen zweiten Täter gab. Im Verhör kommt die Wahrheit langsam ans Licht.
McKinley und sein Mitbewohner haben sich erst nach der Tat kennengelernt. Das vermeintliche Alibi ist falsch. Nach dem Einzelverhör konnten wir den anderen Mann als Täter definitiv ausschließen. McKinley ist nun auf sich allein gestellt. Doch obwohl ihn die DNA-Probe schwer belastet, streitet er weiterhin alles ab. Er wirkte uninteressiert und zeigte kaum Emotionen. Kannten Sie Nicola Parsons? Antwort: Nein. Waren Sie im Jesters? Antwort: Nein. Waren Sie in der Union Street? Antwort: Nein. Waren Sie in der Molesworth Road? Antwort: Nein. Anderthalb Jahre nach dem Mord an Nicola Parsons steht Andrew McKinley vor Gericht. Doch ohne Geständnis ist durchaus ein Freispruch möglich. Tja, die Gerichtsverhandlung. Ich wollte dabei sein, weil es das Letzte war, was ich für Nicola tun konnte. Als ich ihn sah, dachte ich, wie kannst du nur so grausam sein, so gefühllos? Keine Träne, nicht eine Gefühlsregung. Er saß einfach da. Eigentlich hatte er nicht mal das Recht, da zu sitzen. McKinley bestreitet alle Anschuldigungen. Doch für das Gericht ist der Fall eindeutig. Für den Mord an Nicola Parsons wird er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Es besteht nicht die Spur eines Zweifels. Hätten Mr. Essery und sein Team den Täter nicht gefasst, hätte er wieder zugeschlagen. Bei den Ermittlungen ist uns immer bewusst, dass es um einen Menschen geht, um die Tochter oder die Schwester von jemandem. Dieses Gefühl ist allgegenwärtig, vor allem im Kontakt mit der Familie. Man muss das respektieren. Die Polizei hat ausgezeichnete Arbeit geleistet, von Anfang an. Da gibt es nichts zu beanstanden. Jeder hat das Letzte aus sich herausgeholt. Das war mir sehr wichtig. Jemand hat ihn absichtlich getötet. Es war eine Hinrichtung. Ohne Gnade. Ein brutaler Mord. Der letzte der fünf Messerstiche traf ihn in den Hals. Ein dunkles Geheimnis mit zahllosen Verdächtigen. Die Lebensversicherung betrug über 15 Millionen US-Dollar. Das ist ein Motiv. Er war ein berüchtigter Betrüger. Jeder in der Familie war kriminell. Die Motivation? 42 Millionen US-Dollar. Und jeder wollte ihn tot sehen. Die Wahrheit kommt ans Licht. Das war ein Jahrhundertfall für jeden Ermittler. Gemeinden in Nordamerika. Es ist der Inbegriff von Luxus. Ein großes Anwesen neben dem nächsten. Nur Multimillionäre können es sich leisten, dort zu leben. Vom Wirtschaftsmagnaten bis zum Promi. Und Reichtum zieht Verbrechen an. Andrew Kissel wurde von den Umzugshelfern entdeckt. Sie hatten das ganze Wochenende über gearbeitet und kehrten am Montagmorgen zurück. Sie klopften an der Tür, aber niemand machte auf. Dann stellten sie fest, dass nicht abgeschlossen war. Einer der Helfer ging in den Keller, um etwas zu holen. Da entdeckte er Andrews Leiche. Body.
Er ging hoch und erzählte es den anderen. Sie riefen ihren Chef an und der sagte, dass sie die Polizei rufen sollten. Wir hörten es über Funk und ich sagte, hier, such die Adresse, was er tat. Sein Blick sagte mir, das wird ein interessanter Fall. Andrew Kissel war ein erfolgreicher Bauunternehmer, der einen verschwenderischen Lebensstil führte. Er hatte ein herrschaftliches Anwesen in Greenwich gemietet, besaß eine Yacht und feierte Partys. Tolles Leben, tolles Haus, Frau, Kinder, Erfolg, Geld. Er genoss das Leben und spielte sich gerne wie der große Zampano auf, der die Spendierhosen anhatte. Die Mordermittler Terry McHugh, Pasquale Iorfino und Pierangelo Corticelli treffen am Tatort ein. Überall war Blut. Der letzte der fünf Messerstiche traf ihn in den Hals. Jemanden zu erstechen ist furchtbar. Monster tun so etwas. Er war gefesselt und geknebelt. Keine Gnade. Er muss geschrien haben. Das Messer wurde an der Hose des Opfers abgewischt und mitgenommen. Das professionelle Vorgehen eines Auftragsmörders. Aus Erfahrung weißt du, dass es kein zufälliges Verbrechen war, sondern eine Exekution, etwas Persönliches. Daran gab es keinen Zweifel. Um den Fall zu lösen, müssen die Ermittler alles rekonstruieren, was in den letzten 24 Stunden von Andrew Kissels Leben passiert ist. Zunächst gilt es, den Todeszeitpunkt festzustellen. Die Position der Leiche und der Zustand des Blutes sind erste Hinweise. Der Gerichtsmediziner konnte den Todeszeitpunkt genauer bestimmen. Andrew Kissel wurde am Sonntag getötet. Wahrscheinlich am Abend. Eine erste Skizze der Ereignisse entsteht. Es gab keine Einbruchsspuren. Niemand hat sich gewaltsam Zutritt verschafft. Er hat den Mörder ins Haus gelassen. Für mich stellten sich drei Fragen. Warum war er allein zu Hause? Wie lang war er allein zu Hause? Und wer wusste, dass er allein zu Hause war? Wir mussten von jedem, der Andrew nahe stand, wissen, wo er war, bevor die Leiche gefunden wurde. Man muss Opferforschung betreiben. Es geht darum, das Opfer kennenzulernen. Aber man rekonstruiert nicht nur die letzten Stunden des Ermordeten, sondern auch die all derjenigen, die mit der Tat noch in Zusammenhang stehen. Die Ermittler kontaktieren Andrews nächste Verwandte. Haley Kissel war seine Frau. Sehr intelligent, gebildet. Sie verdiente selbst sehr viel Geld. Einer der Ermittler sagte ihr, man habe eine Leiche im Keller gefunden. Sie sagte sofort, ist wahrscheinlich Andrew. Sie zeigte keine Gefühle. Die meisten reagieren sehr emotional und wollen die Leiche sehen. Sie nicht. Sie trauerte nicht, weinte nicht. Keine Träne floss. Niemand hätte vermutet, dass ihr Mann gestorben war. Sie behauptete, sie habe ihn am Samstag gesehen und beim Umzug geholfen. Danach habe sie das Haus verlassen. Er war am Sonntag allein zu Hause und wurde Montagmorgen tot aufgefunden. Das erschien uns merkwürdig. Alle hauen ab und der, der zurückbleibt, wird ermordet? Warum hatte Haley es so eilig, mit den Kindern zu verschwinden?
Sie sagte, dass sie sich von Andrew trennen wollte und eine neue Bleibe für sich und die Kinder gesucht habe. Die Trennung war aber nicht der eigentliche Grund für den Umzug. Andrew und Haley konnten die Miete nicht mehr zahlen. Das Anwesen kostete monatlich 10.000 US-Dollar. Ihnen drohte eine Zwangsräumung. Deswegen stand der Umzug an. Andrew ging das Geld aus und seine Lage war schlecht. Er nahm Kokain, trank, wurde ausfallend. Sie kannte seine Eskapaden. Sie hatte ihn immer wieder mit Prostituierten erwischt. Er hatte sie ein ums andere Mal in Verlegenheit gebracht. Sie war aufgebracht. Ihr Leben ging in die Brüche und sie war extrem wütend. Ihre Aussagen wecken das Interesse der Ermittler. Am Samstag hatten die beiden einen lauten Streit. Es ging um Geld. Sie stritten sich vor den Umzugshelfern und allen anderen. Sie erwähnte außerdem eine Lebensversicherung über 15 Millionen Dollar. Das ist ein Motiv. Eine große Sache. Wir wollten mehr darüber wissen. Sie meinte, sie sei nicht begünstigt. Ich fragte, wer dann? Sie sagte, die Kinder. Nach 2 Stunden erhielt sie einen Anruf von ihrem Anwalt. Er sagte zu uns, sie dürfen nicht mehr mit meiner Mandantin sprechen. Wir hatten keinen Kontakt mehr mit ihr. Es war natürlich merkwürdig, dass die Witwe des Mordopfers ihren Anwalt fragte, ob sie eine Aussage machen solle. Unser Interesse war geweckt. Wir wandten uns an die Versicherungsgesellschaft. Ich sah mir die Police an. Daraus ging hervor, dass die Kinder erst nach dem Ableben der Mutter bezugsberechtigt waren. Die eigentliche Nutznießerin war also Haley. Da läuteten bei uns die Alarmglocken. Für die Ermittler steht Andrew Kissels Frau Haley nach diesen Erkenntnissen im Zentrum des Interesses. Sie hatte schwere Zeiten mit ihm durchgemacht. Er hat auf ihre Kosten gelebt. Der Fall weist erstaunliche Parallelen zu einem anderen Verbrechen in Andrews Familie auf. Sein Bruder war einige Jahre zuvor ermordet worden. Nachdem er von der Arbeit nach Hause gekommen war, hatte ihm seine Frau einen Milchshake mit einem Betäubungsmittel gemacht und ihn anschließend erschlagen. Die Leiche hat sie in einen Teppich gewickelt und versteckt. Das war eine große Geschichte. Und jetzt kam Andrew dazu. 2 Brüder, die ermordet wurden. Jeder wollte wissen, ob Haley damit etwas zu tun hatte. Die Antwort auf diese Frage ist schnell gefunden. Sie war bei Freunden, nicht weit weg. Die Familie bestätigte, dass sie den ganzen Tag dort war. Sie hatte ein Alibi für den Tag, an dem Andrew ermordet wurde. Wir konnten rekonstruieren, wo sie sich aufgehalten hatte. Sie war definitiv nicht am Tatort gewesen. Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf Andrews Geschäfte. Das FBI ermittelte gegen Andrew Kissel wegen einer Betrugsmasche. Sein Immobilienunternehmen kaufte millionenteure Grundstücke. Er nahm eine Hypothek auf und fälschte dann Dokumente, aus denen hervorging, dass die Hypothek abbezahlt wäre. Danach belieh er dasselbe Grundstück wieder mit 3 oder 4 Millionen. Das hatte er 9-mal gemacht. Das war nur eine seiner kriminellen Machenschaften.
Er hat zahlreiche Gebäude in New Jersey mit dem Geld von Investoren gekauft. Darunter waren auch Familienmitglieder. Er verkaufte Gebäude, ohne die Investoren zu informieren. Und behielt das Geld. Er hätte den Investoren eigentlich eine Dividende zahlen müssen. Man hat ihn mal als Mini-Madoff bezeichnet. Auf diese Weise hat er 42 Millionen Dollar geklaut. Darin war er gut. Dann entdeckte jemand die gefälschten Dokumente und das FBI verhaftete ihn. Ihm wurden mehrere Verbrechen zur Last gelegt. Am 6. April sollte er vor einem Bundesgericht erscheinen. Ihm drohten 8 bis 10 Jahre Haft. Er hatte zahlreiche Personen betrogen. Damit wuchs der Kreis der Verdächtigen erheblich. Und jeder musste nacheinander überprüft werden. Die Motivation? 42 Millionen US-Dollar und jeder wollte ihn tot sehen. Vom FBI erhielten wir die lange Liste der Geschädigten. Wir befragten alle, die Geld verloren hatten und zu denen er ein schlechtes Verhältnis hatte. Bei den Geschädigten mit den größten Verlusten handelte es sich um Versicherungen und Banken, die versichert waren. Die anderen waren meist ältere, wohlhabende Personen, denen man keinen Mord zutraute. Haleys Eltern standen auch auf der Liste. Es waren freundliche Menschen. Wenn die betrogen werden, erheben sie eine Zivilklage. Aber sie fallen nicht mit dem Messer über denjenigen her, der sie betrogen hat. Es gibt ein weiteres Kriterium, das den Kreis der Verdächtigen erheblich einschränkt. So gut wie niemand der Geschädigten wusste, dass er allein zu Hause war. Wir mussten im nächsten Bekanntenkreis suchen. Sie konzentrieren sich auf Personen, die über Andrews Situation kurz vor der Tatzeit Bescheid wussten. Wir stießen auf den Namen Carlos Trujillo. Er war Andrews rechte Hand. Man könnte auch sagen, sein Mädchen für alles, sowohl im privaten wie auch im Geschäftsleben. Er war sein Fahrer, auch für die Kinder. Er erledigte viele Aufgaben, eigentlich alles, was anfiel. Carlos war der Einzige, der Andrew Kissel noch geblieben war. Er war fast so etwas wie ein Freund, weil alle ihn verlassen hatten. In einer Befragung gibt Carlos zu, Andrew wenige Stunden vor dem Mord gesehen zu haben. Carlos sagte, er hätte mit Andrew vereinbart, 3 Möbelstücke aus dem Haus abzuholen. Das wollte er am Sonntag erledigen. Er fuhr also hin und blieb etwa eine halbe Stunde. Andrew war da und sie unterhielten sich. Andrew habe schottischen Whisky getrunken, sein Lieblingsgetränk. Er sei in guter Verfassung gewesen. Er habe sich wegen der drohenden Haft Gedanken gemacht, aber sonst sei alles in Ordnung gewesen. Danach sei Carlos nach Bridgeport zurückgefahren. Carlos sagte, er sei um 18 Uhr gegangen. Die Umzugshelfer kamen am Morgen des nächsten Tages. Er musste nach unseren Erkenntnissen der Letzte gewesen sein, der Andrew lebend gesehen hatte. Eine wichtige Information. Es ist immer sehr wichtig, die letzte Person befragen zu können, die ein Opfer lebend gesehen hat. So kann man herausfinden, in welcher Verfassung das Opfer war. Ob es Angst hatte, was es der Person gesagt hat, einfach
ob etwas auffällig war. Er sagte immer wieder, er habe Andrew als Freund geliebt. Es war schon fast ein bisschen zu viel des Guten, so sehr, wie er betonte, Andrew zu bewundern. Aber er wiederholte immer wieder, ich muss jetzt los. Wir ließen ihn also gehen. Wir sahen uns an. Er mag den Typen also. Was würdest du tun, wenn es um mich ginge? Du würdest, so gut es geht, helfen wollen. Er hat uns also was vorgemacht. Aber warum? Wir haben nachgeforscht und herausgefunden, dass Andrew Carlos wie einen Laufburschen behandelte. Einmal rief er ihn an seinem freien Tag an. Er solle sofort herkommen. Er verließ also seine Familie, fuhr 30, 40 Minuten nach Greenwich und Andrew wollte nur, dass er ihm etwas zu essen holte. Diese Form der Missachtung passte nicht zu Carlos' Darstellung, dass er ein tolles Verhältnis zu Andrew gehabt habe und dass dieser für ihn eine Vaterfigur gewesen sei. Sehr merkwürdig. Das passte alles nicht zusammen. Er gab keinen Sinn. Das war ein Problem. Nach der ersten Befragung von Carlos Trujillo bleiben die Ermittler mit mehr Fragen als Antworten zurück. Eine Woche später befragten wir ihn nochmal. Diesmal erzählte er eine sehr detaillierte Geschichte. Er sei nach Bridgeport gefahren, aber nicht direkt. Nachdem er Andrew gegen 18 Uhr verlassen habe, sei er zunächst nach Queens gefahren. Er sei in einer Bar gewesen und habe die Nacht durchgetanzt. Der Laden war rappelvoll. Und was haben Sie da gemacht? Hab was getrunken und bin gegangen. Er sagte, er sei gegen 1 Uhr morgens nach Hause gefahren. Er habe in einem Restaurant für seine Freundin etwas zu essen gekauft. Das war seine Begründung, warum er zum Todeszeitpunkt nicht am Tatort gewesen sein konnte. Wir durchsuchten sein Haus und seinen Wagen, fanden aber nichts Sachdienliches. Und dass er nach Queens gefahren sei, machte ihn aus unserer Sicht nicht verdächtig. Die Ermittler haben zudem die Möglichkeit, Trujillos Angaben zu überprüfen. AC-Pass ist ein System, mit dem Mautgebühren automatisch erhoben werden. Sie müssen also nicht mehr an der Mautstation anhalten. Das System registriert das Fahrzeug an der Station. An manchen werden die Fahrzeuge auch fotografiert. Wir konnten die Daten auswerten und bestätigen, dass er wie behauptet über die Bronx Whitestone Bridge gefahren war. Einen entsprechenden Eintrag für die Rückfahrt gab es aber nicht. Wir haben ihn damit konfrontiert und er sagte, das System habe nicht funktioniert und er habe an der Station in Bar bezahlt. Wir wollten den Zeitablauf präzise rekonstruieren. Von dem Moment an, als er das Haus verließ, nach Queens fuhr und zurück nach Bridgeport. Wir wollten gründlich sein. Das war ein Jahrhundertfall für jeden Ermittler. Gründlichkeit hat ihren Preis. Die Ermittler müssen die stundenlangen Aufzeichnungen der Überwachungskameras sichten. Pierre war der Neue im Team. Wie immer übernahm auch diesmal der Neue die Drecksarbeit. Damals waren es noch VHS-Kassetten. Ich saß also mit einer Kiste voller Bänder von der Verkehrspolizei in einem kleinen Sichtraum. Sie müssen die Augen wehgetan haben vom pausenlosen Hingucken. Während die Auswertung der Kamerabilder andauert,
überprüfen Corticellis Kollegen einen weiteren Verdächtigen, Eric Boxerman. Er war Andrews Freund und arbeitet ebenfalls im Immobiliengeschäft. Er hatte Bauprojekte finanziert und gehörte zu den gehobeneren Kreisen. Man konnte ihn auf jedem Zeitungsfoto von Veranstaltungen in Greenwich sehen. Bei der Befragung zeigt sich Borgsamen kooperationsbereit. Er verzichtete auf einen Anwalt. Sonntagmorgen gegen 11 Uhr besuchte er Andrew Kissel. Er war allein zu Hause und betrunken. Den Ermittlern sagte er, dass Andrew regungslos auf einer Couch gelegen habe. Daran sieht man, in was für einer Verfassung Andrew war. Die Ermittler wollen wissen, wo sich Eric zur Tatzeit aufgehalten hat. Er sagte, er sei zu Hause gewesen, direkt um die Ecke. Wir fragten ihn, ob er jemanden gesehen oder mit jemandem gesprochen habe. Er erwähnte eine Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war, mehr nicht. Damit blieb eine Unklarheit zurück. Jeder, der mit dem Verstorbenen am Todestag in Kontakt stand, ist prinzipiell verdächtig. Denn er hätte die Möglichkeit gehabt, denjenigen zu töten. Weil Eric Boxerman kein Alibi hat, untersuchen die Ermittler sein Verhältnis zu den Kissels. Mit Haley war er mehr als nur befreundet. Während Andrews Ehe in die Brüche ging, trat Eric an seine Stelle. Er hatte den Verstorbenen unmittelbar vor seinem Tod gesehen und eine Affäre mit dessen Frau. Er war der Hauptverdächtige. Eine solche Dreiecksbeziehung ist eine unberechenbare Konstellation. Jeder geht auf unterschiedliche Weise damit um. Der eine weint, der andere wird zum Mörder. Während sich die Ermittler mit der Affäre beschäftigen, erschüttert ein Gerücht die Aufklärung des Falls. In den Nachrichten hieß es, Andrew habe Selbstmord begangen, weil seine Kinder von der Lebensversicherung profitieren sollten. Die Medien spekulierten, er habe die Ermordung nur vorgetäuscht. Aber warum sollte das auf so eine langsame, schmerzhafte Weise geschehen sein? Im Keller, gefesselt, mit mehrfachen Stichverletzungen. Er hätte es anders machen können. Aufgrund unserer Opferforschung wussten wir, dass sich Andrew Kissel nur für sich selbst interessierte. Er war ein klassischer Narzisst. Die Vorstellung eines inszenierten Selbstmordes war einfach nur verrückt. News 12 berichtete darüber als erstes. Sie bezogen sich auf eine anonyme Quelle. Pat und Terry konnten die Telefonnummer herausfinden, unter der diese Quelle beim Sender angerufen hatte. Die Mobilfunknummer gehört Eric Boxerman. Wollte er mit diesem Gerücht Haley, seine Geliebte, schützen? Gab es ein anderes Motiv? Wir wussten es nicht. Wir interessierten uns sehr für ihn. Mehr noch, Eric Boxerman steht jetzt im Zentrum der Ermittlungen. Es war sehr verdächtig, dass seine Handynummer mit dem Gerücht verknüpft war, Andrew habe seine Ermordung inszeniert. Die Ermittler überlegen, welches Interesse Boxerman mit dieser Geschichte verfolgen könnte. Er war Millionär. Ihm gehörte ein 13 Millionen Dollar teures Anwesen. Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Aber er hatte eine Affäre mit Andrews Frau. Deswegen interessierten wir uns für ihn.
Aber dass jemand eine Affäre hat, bedeutet nicht, dass er auch ein Mörder ist. Am Tatort finden sich keine Hinweise auf ein Verbrechen aus Leidenschaft. Das war das Werk eines Profikillers. Und danach sah er nicht aus. Wir konnten nicht beweisen, dass er am Tatort war. Nichts ließ darauf schließen, dass er einen Mord begangen hatte. Aber durch ihn hatte es im Fall eine Wendung gegeben, die uns verunsicherte. Die Ermittlungen geraten in eine Sackgasse. Wir arbeiteten hart und sprachen mit allen möglichen Leuten. Aber es kam nichts dabei heraus. Der Fall geriet ins Stocken und Terry schied aus. Es war an der Zeit. Ich sagte zu Pat, ich bin bereit zu gehen. Und er meinte, ich bringe das zu Ende. Pierre übernahm mehr Verantwortung und meine Marke, eine schöne Geste. So entsteht Kontinuität. Bis dahin hatten wir 25 oder 30 Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt. Man kann nicht rumsitzen und auf Glück hoffen. Wir haben alles probiert. Wir kamen kaum noch nach Hause und waren ständig unterwegs. Wir machten schon Witze darüber, dass wir unsere besseren Hälften auf Fotos nicht mehr erkennen würden, weil wir sie so lange nicht gesehen hatten. Wir verbrachten mehr Zeit miteinander als mit irgendjemand anderem. Wir zerbrachen uns die Köpfe auf der Suche nach der Lösung. Der Druck der Medien auf die Polizei war enorm. Ich weiß, dass Andrew Kissels Vater eine E-Mail an die Ermittler schrieb. Er sah keine Fortschritte und nannte sie die Keystone Cops. Das war eine schwere Beleidigung, weil sie unermüdlich an dem Fall arbeiteten. Pat druckte die E-Mail aus und heftete sie an die Pinnwand. Damit wollte er zeigen, dass wir den Fall nicht aufgegeben hatten und mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften an der Aufklärung arbeiteten. Nach der stundenlangen Sichtung von Bildern der Überwachungskameras der Mordstation nimmt der Fall eine neue Wende. Er sagte, ich habe ihn. Ich konnte es nicht glauben. Dann zeigte er mir das Bild. Eine deutliche Aufnahme, die Carlos Trujillo an der Mautstation zeigte. Ein besseres Foto konnte man sich nicht wünschen. Mann, sah der gut aus. Carlos fuhr zurück nach Connecticut, aber viel früher, als er angegeben hatte. Kurz bevor Andrew ermordet wurde. Die Ermittler können somit beweisen, dass Andrews Alibi auf einer Lüge basiert. Wir haben uns alles noch einmal angesehen. Ich weiß noch, wie ich mit Pat in einem Büro des FBI saß. Dort bewahrten sie die Beweise gegen Andrew auf. Es waren 25 oder 26 Schubladen mit Dokumenten. Die sind wir alle noch einmal durchgegangen. Zunächst gab es keinen Grund, warum Carlos ein Interesse am Tod von Andrew Kissel haben sollte. Die Ermittler fanden aber heraus, dass er nicht nur sein Fahrer gewesen war. Er war auch in Andrews Geschäfte und sein Betrugssystem verwickelt. Sein Bruder Jorge agierte als Anwalt bei den illegalen Veräußerungen zahlreicher Grundstücke. Er war also ebenfalls darin verwickelt. Carlos' Freundin Stella Tafur arbeitete als Buchhalterin für Andrew und war auch in die Angelegenheit verstrickt. Die ganze Trujillo-Familie hatte mit kriminellen Machenschaften zu tun. Allmählich zeichnet sich ein Motiv ab. Andrew hätte sich schuldig bekannt und wäre ins Gefängnis gegangen. Und er hätte andere beschuldigen können.
Die größte Gefahr bestand für Carlos, seine Familienmitglieder und diejenigen, die mit Andrews Geschäften zu tun hatten. Die Indizien sind erdrückend, doch noch können die Ermittler Carlos den Mord nicht nachweisen. Die in seinem Haus sichergestellten Dokumente führen sie auf eine neue Spur. Wir fanden Kreditkarten mit unterschiedlichen Namen. Eine war auf Arminta Trujillo ausgestellt. Ich dachte, wer ist das? Finden wir es raus. Sie wohnt in Waterbury, im US-Bundesstaat Connecticut, etwa 90 Kilometer von Andrews Haus entfernt. Lass uns hinfahren, habe ich zu Pia gesagt. Wir müssen mit ihr reden. Ich will ins Wespennest stoßen. Das ist unsere Aufgabe. Waterbury ist keine gute Gegend. Das Gegenteil von Greenwich. Eine Arbeitersiedlung, in der Leute wohnen, die hart arbeiten, um über die Runden zu kommen. Wir klopften an der Hintertür und jemand rief aus dem ersten Stock, Hallo? Ich fragte, wie geht's? Wir sind von der Polizei und wollen mit Ihnen reden. Sie kommt raus und ich zeige ihr das Bild von Carlos. Sie meint, ja, das ist mein Cousin, den kenne ich. Ich sage, dass wir wegen des Mordes hier seien. Und sie sagt, hat er den reichen Juden getötet? Mit dieser Wendung im Fall Andrew Kissel haben die Ermittler in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet. Wir dachten, na endlich. Ich forderte sie auf, erzählen Sie mal. Sie fing an. Mein Halbbruder Lenny war letztes Jahr auf einer Party. Da hat ihn dieser Typ auf dem Foto angesprochen und ihm Geld geboten, wenn er seinen Boss tötet. Carlos hatte Andrew eine halbe Million Dollar gestohlen und die wollte er zurück. Deswegen wollte Carlos ihn ermorden lassen. Dann habe sie gehört, dass er krank sei und sterben wolle. Verschiedene Geschichten, aber immer ging es darum, dass Carlos Andrew tötete. Die Ermittler verfolgen die Spur, die zu Lenny Trujillo führt. Wir mussten die restlichen Leerstellen ausfüllen und die nötigen Beweise sammeln. Lenny war ein naiver Einfallspinsel, der in Worcester, Massachusetts lebte. Er war gerade Vater geworden. Er sollte uns alles erzählen, was ihn und Carlos betraf. Also setzten wir ihn unter Druck. Er sagte aus, Carlos sei auf ihn zugekommen. Dieser Reichtyp in Greenwich, für den er arbeite, wolle sterben. Lenny sollte ihm dabei helfen, für ein bisschen Bargeld und einen Computer. Er war erstaunlich kooperativ. Er sagte, es sei ihm nur ums Geld gegangen. Er wollte so viel wie möglich bei Carlos herausholen, und das war's. Er gibt zu, Carlos und er hätten das Verbrechen von langer Hand geplant. Es dauerte 6, 8 Monate. Sie haben sich auf Parkplätzen und Raststätten getroffen. Carlos hat ihm immer wieder Geld gegeben. Sie variierten den Plan immer wieder. Carlos brachte ihn in einem Hotel unter. Aus den Unterlagen ging hervor, dass Carlos das Zimmer mit einer Kreditkarte bezahlt hatte und Lenny das Zimmer nutzte. Beide Unterschriften fanden sich auf Quittungen. Am nächsten Morgen sind sie nach Greenwich gefahren. Er konnte uns verschiedene Läden in Greenwich nennen. Solche Informationen konnte sich ein Junge aus Worcester, Massachusetts, nicht ausdenken. Sie waren Indizien dafür, dass Carlos und Lenny den Mord geplant hatten. Sie wollten das Opfer fesseln, in den Keller bringen und dort erstechen. Damit war für uns klar, dass zumindest dieser Teil seiner Aussage der Wahrheit entsprach. Lenny war zu 90% geständig. Es fehlten die entscheidenden 10%, nämlich dass er den Mord tatsächlich begangen hatte oder vor Ort war, als Andrew getötet wurde.
Obwohl noch kein Geständnis vorliegt, können die Ermittler rekonstruieren, was in den Stunden vor Andrew Kissels Ermordung geschehen ist. Eine solche Zeitachse ist entscheidend, um das Geschehen vor der Tat rekonstruieren zu können. An besagtem Sonntag, seinem freien Tag, stattete Carlos Andrew einen Überraschungsbesuch ab. Er wollte sehen, wie es Andrew geht. Danach fährt er nach New York und schaltet sein Handy aus. An der Mautstelle wird seine Fahrt auf der Bronx-Whitestone Bridge automatisch registriert. Nach nicht einmal 2 Stunden fährt er zurück und zahlt die Maut in bar. Er kehrt mit Lenny nach Greenwich zurück. Andrew lässt ihn ins Haus, er kennt ihn ja. Vielleicht haben sie etwas getrunken. Sie haben auf jeden Fall Kokain genommen. Und dann haben sie ihn irgendwie in den Keller geschleppt. Sie haben ihn geknebelt und gefesselt, sagte Lenny. Er lag auf dem Boden. Sie wollten keinen Lärm verursachen. Wahrscheinlich haben sie ihn mit einer Hand festgehalten und 5-mal bis zum Heft zugestochen. 3 Stiche waren tödlich. 2 in die Arterie, 1 in die Halsschlagader. Nach dem Mord werden sie das Haus verlassen haben. Carlos könnte Lenny nach Hause gebracht haben und dann nach Bridgeport gefahren sein. Die Ermittler sind sich sicher und stellen Carlos. Wir konnten seine Limousine ein paar Ortschaften weiter anhalten. Ich ging mit Pierre auf ihn zu und meinte, hey, erinnern Sie sich? Ich verhafte Sie wegen Mordes. Bei der Verhaftung von Carlos und Lenny benutzten sie jeweils meine Handschellen, die ich 1965 bekommen hatte. Sie wurden mit meinen Handschellen abgeführt. Die Kollegen rahmten sie ein und gaben sie mir. Großartig. Am 15. April 2011 wird Lenny Trujillo zu 20 Jahren Haft verurteilt. Carlos erhält aufgrund seines Geständnisses eine 6-jährige Freiheitsstrafe und wird anschließend nach Kolumbien ausgewiesen. 6 Jahre fand ich etwas wenig. Aber wenn ich mir überlege, dass er ausgewiesen wurde, ich bin selber Einwanderer. Ich liebe mein Heimatland, aber ich würde da nicht mehr leben wollen. Hier gefällt es mir. Er kann nicht mehr zurückkommen. Das ist lebenslänglich. Sein Bruder Jorge ging zurück nach Kolumbien. Wo Stella Tafur, Andrew Kissels Buchhalterin, ist, wissen wir nicht. Geld war alles für Andrew Kissel. So ist er in diese missliche Lage geraten. Er hat 42 Millionen Dollar gestohlen und schuldete vielen Leuten Geld. Musste er deshalb auf diese Weise erstochen werden? Nein. Gute Polizeiarbeit zahlt sich aus. Wir haben gut gearbeitet, mit ganzem Herzen. Und es hat sich ausgezahlt. Ein Koffer wird aus einem städtischen Kanal gefischt. Darin liegen zerstückelte menschliche Körperteile. Es ist eines der mysteriösesten Verbrechen der jüngeren Geschichte. Es handelte sich um eine menschliche Leiche, bei der man ein Bein unterhalb des Knies abgehackt, sowie beide Arme und den Kopf vom Körper abgetrennt hat. Am meisten hat mich die Brutalität schockiert. Die Polizei weiß weder wie, noch wo oder wann dieser Mann getötet wurde. Sie kennt noch nicht mal seinen Namen. Ich hatte gleich am ersten Tag die Befürchtung, dass wir die Identität des Opfers nicht klären würden. Es war ein schwieriger Start.
Wie findet man einen Mörder, wenn man gar nichts über den Mord weiß? Birmingham, an einem warmen Sommertag im Jahr 2014. Beim Reinigen einer der städtischen Kanäle finden die Arbeiter einen Koffer. Kommissar Simon Lees wird informiert. Am 12. Mai 2014 hatte ich Dienst. Wir wurden per Telefon informiert, dass man gerade einen Koffer aus dem Kanal gezogen hätte. Die Leute vermuteten, dass sich ein Hund darin befinden würde. Doch erst als sie den Koffer herausgezogen hatten und ihn kurz öffneten, sahen sie, dass es sich um einen menschlichen Körper handelte. Daraufhin informierten sie uns. Doch die Leiche im Koffer ist lediglich in Teilen vorhanden. Es fehlen der Kopf, die Arme und ein Bein ist unter dem Knie abgetrennt worden. Harry Harrison leitet die Ermittlungen. Es war ein außergewöhnlicher Fall für mich, da man es sonst eher selten mit einer zerlegten Leiche zu tun hat. Das Schlimmste für mich war die Brutalität, mit der die Leiche zerstückelt und einfach in den Kanal geworfen wurde. Während man noch über den schrecklichen Fund rätselt, stehen Harry Harrison und seine Kollegen vor einem drängenderen Problem. Als ich am Tatort eintraf, telefonierte ich direkt mit dem Gerichtsmediziner. Und der betonte, dass man den Körper wegen des warmen Wetters umgehend kühlen müsste. Da die Leiche im Wasser gelegen hatte, befürchtete er, der Verwesungsprozess würde rascher einsetzen. Und wenn das passiert wäre, dann hätte es womöglich alle potenziell verwertbaren forensischen Beweise zerstört. Der Koffer muss schnellstmöglich gekühlt werden, damit die Leiche noch einer ordentlichen Autopsie unterzogen werden kann. Die Polizei durchsucht den Koffer nach weiteren aussagekräftigen Details. Er enthielt Teile einer zerbrochenen Gehwegplatte. Nachdem der Mann getötet und zerstückelt wurde, hat man versucht, alle Spuren zu beseitigen, daher auch die Bodenplatte. Daneben beginnen die Ermittlungen ohne nennenswerte Beweise. Was ist mit dem Mann passiert? Wo hat man ihn ermordet? Und wie lange ist er schon tot? Und am allerwichtigsten, wer ist er? Ohne die Identität des Opfers stocken die Ermittlungen, bevor sie überhaupt begonnen haben. Meine oberste Priorität war es zunächst, die Identität der Leiche zu klären. Das macht die Ermittlungen zwar nicht unbedingt leichter, doch es ist normalerweise ein guter Ausgangspunkt. Denn sobald man einen Namen hat, kann man einen Hintergrundcheck dieser Person durchführen und Informationen abrufen. Eventuell liegt uns bereits etwas zu ihr vor. Oder wir können ihren letzten Wohnort aufsuchen und uns dort umhören. Wenn wir die Identität kennen, erleichtert das unsere Arbeit sehr. Eine DNA-Probe des Rumpfs wird zur Analyse eingeschickt. Während sie auf das Ergebnis warten, gehen die Kommissare Harrison und Lees den folgenden Fragen nach. Wieso schwimmt ein mit Gehwegplatten beschwerter Koffer einen Kanal entlang? Wieso sinkt er nicht zu Boden? Die forensische Hydrologin Carolyn Roberts analysiert die Bewegung von Körpern im Wasser. Wenn einzelne Leichenteile wie ein Arm oder ein Bein verwesen, tritt Gas aus ihnen aus. Ein Oberkörper oder ein Brustkorb sind dagegen geschlossene Hohlräume. Im Zuge der Verwesung können sie sich mit Methan anfüllen. Ähnlich wie bei einem Luftballon bläst sich der Körper auf, weil das Gas nicht entweichen kann. Irgendwann fängt dieser Körperteil an zu schwimmen, wenn das Gas durch keine Löcher entweichen kann. Der Koffer enthielt den Oberkörper der ermordeten Person, in dem sich aufgrund des begonnenen Verwesungsprozesses bereits Gas angesammelt hatte.
Dadurch stieg der Koffer wieder an die Wasseroberfläche und wurde mit der Strömung mitgerissen und gelegentlich durch den Wind von einer zur anderen Seite des Kanals gestoßen. Doch diese Erklärung wirft neue Fragen auf. Wie lange schwimmt der Koffer schon im Kanal herum und wo kommt er her? Es war möglich, dass dieser Koffer von weiter nördlich heruntergespült worden war. Ich musste entscheiden, ob ich eine landesweite Suche anordnen sollte. Es handelt sich um den Hauptkanal von Smethwick nach Birmingham, der eine riesige Wassermenge enthält. Wir erhielten schon früh Unterstützung durch die örtliche Kanalverwaltung. Man nannte uns eine mögliche Stelle in der Nähe der Pope Bridge, von wo aus etwas abgeworfen worden sein könnte. Ich schickte einige Kollegen zur Pope Bridge, um die Gegend abzusuchen. Auf dem Fußweg entdeckten sie Schleifspuren, die bis zum Kanalrand unter der Brücke führten. Die Schleifspuren passten zu den Rändern an der Unterseite des Koffers. Polizeitaucher suchen die Gegend um die Brücke ab, etwa 3 Kilometer vom Fundort des Koffers. Zu meiner Überraschung wurde kurz darauf noch ein zweiter Koffer gefunden. Der zweite Koffer hatte sich im Schilf nahe der Brücke verfangen. Es war ein abscheulicher Fall. Es lagen 3 Tage zwischen dem Fund des ersten Koffers, der den Oberkörper enthielt, und des zweiten Koffers, in dem die Gliedmaßen und der Kopf lagen. Zu dem Zeitpunkt war es aus rein pathologischer Sicht natürlich erstmal wichtig zu überprüfen, ob wir alle Leichenteile zusammen hatten oder ob uns noch etwas fehlte. Der zweite Koffer ist ebenfalls mit Bodenplatten beschwert und er enthält neben dem Kopf genau die Körperteile, die in dem anderen Koffer gefehlt haben. Da diese Leichenteile über keinen ausreichenden Hohlraum verfügen, um sich mit Methan anzufüllen, ist dieser Koffer tatsächlich zu Boden gesunken. Carolyn Roberts gelingt es, die wahrscheinliche Route der beiden Koffer zu rekonstruieren. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass der erste Koffer um den 27. April ins Wasser geworfen wurde. In warmem Wasser dauert es etwa 7 bis 10 Tage, bis der Verwesungsprozess und die erste Gasbildung einsetzen. Der Koffer wurde am 5. Mai am Schleusentor gesehen und schwamm dann noch eine Woche weiter, bis er am 12. Mai gefunden wurde. Ich vermute, der zweite Koffer sank etwas langsamer ab. Er wurde einige Meter den Kanal hinuntergetrieben, bis er am Rand liegen blieb. Die Polizei hat nun ein mögliches Datum für die Entsorgung der Leiche und den Mord selbst. Doch das Wichtigste ist, dass sie den Rest der Leiche gefunden hat. Was jetzt noch fehlt, ist die Identität des Toten. Leichen werden oft in Eile entsorgt. Die Täter glauben, dass das eine endgültige Lösung ist. Doch die Leichen tauchen irgendwann wieder auf. Wasser ist ein verräterisches Element, das allerlei Informationen preisgibt. Neben den Leichenteilen fand man in beiden Koffern auch abgebrochene Teile von Gehwegplatten mit roten Farbflecken. Als beide Koffer aus dem Kanal gezogen waren, fanden wir darin Beton und Steinteile, die mit Sicherheit zur Beschwerung hinzugefügt wurden, damit die Koffer auf dem Grund des Kanals sinken und nie wieder gefunden werden. Neben der Pope Bridge findet die Polizei einen Werkzeugsatz, wie er normalerweise von Raumausstattern verwendet wird. Harry Harrison weist seine Taucher an, die Suche fortzusetzen. Der wichtigste Gegenstand, den man fand, war eine Handsäge der Marke Stanley. Zu dem Zeitpunkt ging nämlich schon aus der Autopsie hervor, dass die Leiche zerstückelt worden war.
Es fragte sich nur, mit welchem Werkzeug. Noch interessanter ist allerdings die Tatsache, dass ein Teil des Körpers weiterhin fehlt. Bei der zweiten Autopsie kam heraus, dass ein kleiner Teil des Oberarmknochens fehlte. Und wir hatten keine Ahnung, wo dieses Knochenstück sein konnte. Wenn ein Stück des Körpers fehlt, wo ist es dann? Und könnte es uns eventuell Auskunft darüber geben, was passiert ist? Der Mörder hat versucht, die Leiche zu entsorgen. Mit dem Oberarmknochen hätte man vielleicht ein entscheidendes Beweismittel, das Auskunft über den Tatort geben könnte. Doch die größte Beweisquelle in Fällen wie diesen ist normalerweise das Opfer selbst. Wir entnahmen eine Gewebeprobe und schickten sie an die DNA-Datenbank. Und siehe da, innerhalb von 24 Stunden hatten wir einen Namen. Das Opfer ist der 39 Jahre alte Maler und Dekorateur Michael Spaulding. Jetzt, wo seine Identität bekannt ist, kann die Polizei Näheres über ihn herausfinden. Als wir herausfanden, dass die Kofferleiche Michael Spaulding war, kamen unsere Ermittlungen erst richtig in Fahrt. Zunächst kreisten alle Fragen um seine Person. Wer war er? Wo hat er gelebt? Welches Umfeld hatte er? Hatte er eine Freundin? Wie ist seine Telefonnummer? All diese Informationen waren wichtige erste Anhaltspunkte für uns, die in der Folge hoffentlich ein genaueres Bild ergeben würden, was passiert war. Auf einem Online-Profil des Toten sahen wir einige Nachrichten von einer Frau, von der wir annahmen, dass sie seine Freundin oder zumindest eine sehr enge Freundin war. Sie hatte ihm mehrmals geschrieben, er solle sich bei ihr melden. Sie mache sich Sorgen, da sie länger nichts von ihm gehört habe. Michael Spauldings Freundin hatte ihn zuletzt am 25. April gesehen. Seitdem war er verschwunden. Nach der Analyse der Wasserströmung kommt die Polizei zu dem Schluss, dass die Leiche circa zwei Tage später, um den 27. April, von der Pope Bridge abgeworfen wurde. Genauso wichtig wie die exakte Ermittlung der Daten sind die Aussagen von Spauldings Freundin, die ein genaues Bild seiner letzten Monate zeichnen. Sie konnte uns viele wichtige Infos darüber geben, wo Spaulding vorher gelebt hat, mit wem er aktuell zusammenlebte und was generell in seinem Leben los war. Der Maler Michael Spaulding renoviert das Haus, in dem er wohnt. Dafür zahlen er und seine Freundin keine Miete. Er wollte sich einen eigenen Maler- und Dekorateurbetrieb aufbauen. Er renovierte das Haus, in dem er selbst lebte und wohnte dafür mietfrei. Diese Arbeit war Teil seiner Bemühungen, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen und für sich und seine Freundin eine Existenz aufzubauen. Die Mitbewohner in dem Haus sind Lorenzo Simon und dessen Freundin Michelle Bird. Lorenzo Simon war der Polizei wegen mehrerer schwerer Verbrechen bereits bekannt. Und genau wie Spaulding war auch er einige Male in der Gegend um Birmingham umgezogen und hatte an verschiedenen Orten gelebt. Laut Michael Spauldings Freundin hat sich das Verhältnis zwischen den Paaren verschlechtert. Als ihr der Ärger zu viel wurde, hat sie das Haus verlassen und ist zu ihrer Großmutter gezogen. Michael ist geblieben, doch das Verhältnis zu Lorenzo Simon wurde toxisch. Die Polizei befragt die Nachbarn. Wir sind auf der Oxford Road von Tür zu Tür gegangen und dabei kam heraus, dass die Nachbarn Schreie und männliche Stimmen gehört haben, die aus der besagten Adresse kamen. Außerdem gab es Aussagen, dass Lorenzo Simon Spaulding auf der Straße bedroht hätte. Lorenzo Simon scheint ein ziemlicher Schinder zu sein.
Michael wurde scheinbar zu extremen Arbeitszeiten genötigt. Er arbeitete teilweise die Nächte durch und wurde dann sehr früh wieder von Lorenzo Simon und Michelle Bird geweckt und zur Arbeit getrieben. Nach einiger Zeit hat das Spalding sehr belastet. Und er hatte langsam aber sicher die Nase voll von der Art, wie man mit ihm umsprach. Die Polizei nimmt das Haus auf der Oxford Road und deren Bewohner genauer unter die Lupe. Als wir uns den Wohnsitz ansahen, fiel auf, dass das Haus in roter Farbe bemalt war. Ich war dabei, als der erste Koffer geborgen wurde, und auch dort hatte man rote Farbflecken gefunden. Das ließ für mich die Vermutung zu, dass zumindest die Gehwegplatten eventuell vom selben Grundstück stammen konnten. Auch die Koffer mussten aus der Wohnung dort stammen. Die Polizei sucht weiter nach verwertbaren Beweisen. Die Durchsuchung des Hauses war ein wichtiger Schritt für uns. Das Grundstück hat uns viele Antworten geliefert. Bislang deuten alle Beweise darauf hin, dass etwas auf dem Grundstück passiert ist. Die Streitereien auf der Straße, die rote Farbe im Haus und auf den Bodenplatten und das Werkzeug neben der Leiche. Doch die Polizei braucht verwertbare Beweise, um Simon den Mord an Spalding nachzuweisen. Und die liefert ihr ein aufgezeichnetes Gespräch. Am 19. Mai, eine Woche nach dem Fund des ersten Koffers, nimmt die Polizei Lorenzo Simon und Michelle Bird wegen Mordverdachts fest. Um so viele Beweise wie möglich zu erhalten, werden die Tatverdächtigen gefilmt. Ab dem Moment der Verhaftung wird die Person darüber informiert, dass alles, was sie ab diesem Zeitpunkt sagt, vor Gericht gegen sie verwendet werden kann. Durch die Videoaufnahmen verfügen wir über eine komplett neutrale Aufnahme dessen, was Lorenzo Simon auf dem Weg ins Polizeirevier gesagt hat. Er gab ungefragt an, dass er ein Freund von Michael Spalding wäre und ihn aus dem Haus geschmissen hätte. Das war für uns der Beweis, dass er genau wusste, warum wir ihn um 6 Uhr morgens abgeholt haben. Ich kann kaum atmen. Die glauben, dass ich Michael Spalding umgebracht habe. Dabei war er ein Freund von mir. Und ich habe ihn aus dem Haus geworfen. Das kann ich alles beweisen. Aber die glauben, ich hätte ihn umgebracht. Lorenzo, ich erinnere Sie daran, dass alles, was Sie hier sagen, aufgezeichnet wird. Ich weiß, ich habe nichts zu verbergen. Nur zur Info. Scheiße, ich bin kein Mörder. Nachdem man ihn auf seine Rechte hingewiesen hat, behauptet Lorenzo Simon, dass sein Freund Michael bei ihrer letzten Begegnung noch am Leben gewesen sei. Falls er seine Geschichte ändert, wäre diese Behauptung von Belang. Nachdem Lorenzo Simon verhaftet ist, kann das Haus endlich durchsucht werden. Die Polizei hegt den Verdacht, dass Michael Spalding das Haus nicht lebendig verlassen hat, wie Simon es behauptet. Und wenn die Leiche hier zerstückelt wurde, muss es Spuren geben. Wir hatten erwartet, dass uns irgendwo eine Blutspur auf den Ort stoßen würde, an dem das Opfer zerstückelt worden war. Doch das einzige Blut, das wir in dem Haus fanden, war an der Wohnzimmerwand und an der Küchentür. Und das waren nur 5 oder 6 minimale Blutspritzer. Das reichte nicht aus, um eine DNA-Analyse durchzuführen. Jennifer Guest ist Forensikerin. Sie analysiert auch die Muster von Blutspuren. Die Beamten gehen oft von einem riesigen Blutbad aus und sind dann überrascht, wenn sie das nicht vorfinden. Dabei kommt es ganz darauf an, was die Person im Moment des Blutens getan hat. Wenn sie direkt nach dem Mord zusammenbricht, dann gibt es gar keine nennenswerte Blutlache am Tatort. Das Blut wäre dann schnell beseitigt.
Wenn eine Person nach dem Tod erst zertrennt wird, wenn das Herz schon nicht mehr schlägt, dann spritzt kein Blut heraus, es fließt dann lediglich heraus. Wenn man also die Leiche zertrennt, läuft das Blut aus dem Körper, anstatt mit größerer Kraft herauszuspritzen. Der Ort muss also nicht zwingend blutverschmiert sein. Da man im Haus keine verwertbaren Beweise findet, konzentriert sich die Polizei auf den Schuppen im Hinterhof, wo sie auf Reste von Gehwegplatten stößt. Die forensische Abteilung hat die Teile aus den Koffern genommen und geguckt, ob sie irgendwie zusammenpassen. Und es gab 4 oder 5 Beispiele, bei denen die Teile haargenau zusammenpassten. Bei manchen konnte man sogar die Farbkleckse von einem Teil bis zum nächsten weiterverfolgen. Das ist der Beweis, dass die Platten in den Koffern aus dem Garten stammen. Ein erster Durchbruch. Denn nun gibt es eine Verbindung vom Haus in der Oxford Road mit den Koffern im Kanal. Aber immer noch keine Blutspuren. Es lässt sich also nicht beweisen, dass er hier getötet wurde. Man findet weder den Oberarmknochen noch blutgetränkte Teppichstücke oder Kleidung. Aber man stößt auf etwas anderes. Im Hinterhof gab es ein Ölfass, das eindeutig von den beiden benutzt worden war, um Dinge zu verbrennen. An der Oberfläche fanden wir nur einige Teppichreste und verbrannte Reste von Hausmüll. Doch wir baten um die Unterstützung eines forensischen Archäologen. Und so gelang es uns, diese Tonne Schicht für Schicht zu analysieren. Er konnte mehrere Brennvorgänge, die in dieser Tonne passiert waren, einzeln rekonstruieren. Ich bestand darauf, dass wir den Inhalt der Tonne analysieren mussten. Und dazu zogen wir einen forensischen Anthropologen zu Rate. Einige Schichten weiter unten entdeckte der Anthropologe einen verkohlten Klumpen. Der forensische Anthropologe vermutet, dass sich menschliche Knochen in diesen verkohlten Überresten verbergen. Es besteht die Gefahr, dass die Reste durch herkömmliche Testverfahren zerstört werden könnten. Doch Inspektor Harrison ist überzeugt, dass sich in diesem verkohlten Klumpen wichtige Beweise befinden. Daher wendet er sich an Professor Mark Williams von der Warwick University. Man informierte uns per Telefon, dass man einen verkohlten Klumpen an einem Tatort gefunden hatte und fragte uns, ob wir den scannen könnten. Dann brachten sie das Beweisstück zu uns. Da wir das erste Mal an einem solchen Fall beteiligt waren, freuten wir uns natürlich sehr darüber, dass wir zur Lösung dieses Falls beitragen konnten. Mark Williams und seine Kollegen verwenden modernste Scanner und digitale Bildtechnologie, die kleinste Details sichtbar machen können. Diese Maschinen heißen Mikro-CT-Scanner. Ein herkömmlicher CT-Scanner kann Bilder bis zu 0,6 mm oder 600 Mikrometer erzeugen. Unsere Scanner können dagegen Tausendstel und Millionstel Millimeter abbilden. So können wir minimale Details sichtbar machen, die wertvoll für die Ermittlungen sein können und die der Pathologe oder ein herkömmlicher CT-Scanner wohl übersehen hätte. Die Scanner können eine digitale Kopie erstellen, ohne das Beweismittel zu kontaminieren. Mit einem Mikro-CT-Scanner können wir das Ergebnis entweder in einer realistischen 3D-Animation abbilden oder mit Hilfe eines 3D-Druckers sogar ein exaktes Modell davon erstellen. Die Technologie kommt normalerweise in der Industrie zum Einsatz. Da es beim Scannen nicht nötig ist, den Klumpen zu berühren, hofft die Polizei, dass es gelingt, dieses potenziell entscheidende Beweisstück nutzbar zu machen. Die Probe erreichte uns in einem versiegelten Plastikbehälter. Denn beim Scannen brauchen wir sie gar nicht mehr physisch anzufassen. Wir legen sie einfach mit dem Plastikbehälter in den Scanner und führen dann den Abtastvorgang durch. Über Nacht erhalten wir alle nötigen Details, auf deren Basis wir am nächsten Tag die digitalen Modelle erstellen, die für die Rekonstruktion erforderlich sind.
Als wir uns die Ergebnisse am nächsten Tag ansahen, mussten wir zu unserem Entsetzen feststellen, dass es tatsächlich menschliche Überreste waren. Williams und sein Team können nachweisen, dass der Teil eines menschlichen Oberarmknochens in dem verkohlten Klumpen steckt. Dieser Knochen ist das einzige Körperteil, das beim Leichenfund in den Koffern gefehlt hat. Doch handelt es sich um den Knochen von Michael Spaulding? Nachdem wir das verkohlte Knochenstück entdeckt hatten, scannten wir auch die anderen Leichenteile aus den Koffern ein. Und nachdem wir sie digital zusammengesetzt hatten, konnten wir beweisen, dass sie von ein und derselben Person stammten. Für Harry Harrison ist dies ein wichtiger und sehr emotionaler Moment. Ich war mir der Verantwortung bewusst. Ich fand, dass ich es der Familie des Opfers schuldig war, das Rätsel um seine Leiche zu lösen. Und als wir sie sozusagen komplett hatten, war das eine Erleichterung. Ich hatte meine Pflicht erfüllt, alle Teile von Michael Spauldings Leiche zu finden. Mit Hilfe der Scanner gelingt es den Experten, den Schulterknochen Michael Spaulding zuzuordnen und alle Leichenteile zu einem Ganzen zusammenzufügen. Wenn man sich das digitale Modell genauer ansieht, erkennt man auf dem einen geretteten Beweisstück mehrere unterschiedliche Werkzeugabdrücke. Das reichte von großen Abdrücken auf der Oberseite des Knochens bis zu winzigen Kratzern an der Seite, wo er abtrennt wurde. Die Experten vergleichen diese Abdrücke mit denen an den Werkzeugen, die nahe der Pope Bridge gefunden wurden. Man geht davon aus, dass es sich dabei um das Werkzeug des Opfers handelt. Man sah auf dem 3D-Modell sofort, dass bei der Zerstückelung unterschiedlichste Werkzeuge zum Einsatz kamen. Wir konnten nachweisen, dass die kleinen Schürfwunden an der Knochenoberfläche durch die Bearbeitung mit bestimmten Werkzeugen entstanden sind. Unter der Brücke hat man auch eine Handsäge gefunden. Insbesondere bei der Säge war es sehr wahrscheinlich, dass sie zur Zerlegung der Leiche verwendet wurde. Man kann ohne DNA-Analyse zwar noch nicht sagen, dass es speziell diese Säge war. Doch man darf davon ausgehen, dass es eine Säge dieses Typs war, mit der die Leiche zumindest zum Teil zerlegt wurde. Es ist eine erschreckende Erkenntnis, dass Michael Spaulding mit seinen eigenen Werkzeugen zerstückelt wurde. Doch was die Beweislage angeht, bedeuten Mark Williams Scanner-Modelle einen riesen Fortschritt. Der Oberarmknochen macht klar, dass die Überreste des Opfers im Ölfass waren. Und noch etwas anderes. Es liefert den Beweis, dass Lorenzo Simon die Polizei belogen hat. Die Aussagen, die Lorenzo Simon im Auto gemacht hat, waren für uns sehr wichtige Beweismittel, weil er behauptet hat, Michael hätte noch gelebt, als er ihn aus dem Haus warf. Das war eindeutig gelogen. Weißt du, was sie glauben? Dass ich Michael Spaulding umgebracht hätte. Dabei war er ein Freund von mir. Und ich habe ihn aus dem Haus geworfen. Das kann ich alles beweisen. Langsam ergibt sich ein klareres Bild. Es ist nun sicher, dass Michael Spaulding in der Oxford Road zerstückelt wurde. Wahrscheinlich mit seinem eigenen Werkzeug. Und auch die Gehwegplatten zum Beschweren des Koffers stammen von dort. Lorenzo Simon hat also gelogen, was sein letztes Treffen mit dem Opfer angeht. Alle Beweise deuten auf ihn, doch es handelt sich dabei bisher noch um Indizienbeweise. In diesem Fall hatten wir im Grunde nur eine Reihe von Indizienbeweisen. Nur für sich stehend bringen einen die Beweise nicht weiter. Erst wenn man sie wie ein Puzzle zusammensetzt, kommt man langsam aber sicher dahinter, was wirklich passiert ist. Die Polizei braucht noch etwas anderes, um ihre bisherigen Funde zu bestätigen. Etwas, das den Kreis zwischen der Oxford Road, der Pope Bridge und den Koffern im Kanal schließt. Etwas Schockierendes, etwas Entscheidendes.
Wir hatten ein entscheidendes, unwiderlegbares Beweismittel, auf das wir unsere Ermittlungen stützen konnten. Und dass Lorenzo Simon und Michelle Bird in das Zentrum der Geschehnisse am besagten Abend rückte. Kurz nachdem Lorenzo Simon ins Auto gestiegen war, behauptete er, dass Michael Spaulding sein Freund war und dass er ihn aus dem Haus geworfen hatte. Diese Informationen waren entscheidend für unsere Ermittlungen. Für die Polizei ist das von Belang, weil es eine Lüge ist. Denn der Oberarmknochen im Hinterhof deutet darauf hin, dass Spaulding dort getötet wurde. Und bald taucht ein letztes, entscheidendes Beweisstück auf. In jedem Mordfall ist Videoüberwachung ein wichtiger Teil der Ermittlungen. Das gilt für Aufnahmen am Tatort, an einem mutmaßlichen Tatort oder zur Auswertung der Bewegung des Opfers oder eines Verdächtigen. Am 25. April hat Michael Spaulding mit seiner Freundin gesprochen. Die Analyse des Wasserstroms im Kanal ergibt, dass seine Überreste um den 27. April herum in der Nähe der Pope Bridge entsorgt wurden. Daraufhin sichtet die Polizei die entsprechenden Überwachungsaufnahmen. In der Nacht des 26. April, also an dem Tag, an dem Michael Spaulding umgebracht wurde, fanden wir Aufnahmen, auf denen Lorenzo Simon und Michelle Bird mitten in der Nacht zwei Koffer von ihrer Adresse bis zur Pope Bridge schleifen. Für mich war das ein wichtiger Moment, weil wir dieses Beweismittel auch vor Gericht verwenden konnten. Es handelte sich um ein unwiderlegbares Beweisstück, auf das wir unsere Geschichte aufbauen konnten, in der Lorenzo Simon und Michelle Bird eindeutig im Mittelpunkt der Ereignisse standen. Sobald sie von den Aufnahmen erfuhren, änderten sie ihre Schilderung recht schnell. Nach seiner Verhaftung behauptet Simon, Michael Spaulding hätte das Haus in der Oxford Road unversehrt verlassen. Als er mit den Aufnahmen der Überwachungskameras konfrontiert wird, ändert er seine Geschichte. Lorenzo Simon gab zu, in eine körperliche Auseinandersetzung mit Spaulding geraten zu sein, bei der er ihn einmal geschlagen hatte. Daraufhin fiel Spaulding zu Boden und starb. Er sagte, dass sein Mitbewohner sich ihm mit gewalttätiger Absicht genähert und er sich lediglich verteidigt habe. Die Polizei kann nachweisen, dass sich Simon in seinen Aussagen immer wieder verheddert. Insgesamt wirkt er sehr unglaubwürdig. Anhand der gesammelten Beweise muss die Polizei nun eine glaubhafte Version davon abliefern, was an dem verhängnisvollen Abend geschehen ist. Man kann wohl davon ausgehen, dass es an dem Abend zu einem Streit gekommen war. Leider lässt sich so etwas schwer nachweisen, wenn es in einer Privatwohnung passiert. Es fehlen meist Zeugen oder forensische Beweismittel, die einem Anhaltspunkte darüber geben könnten, was passiert ist. Die Polizei glaubt, dass Simon das Opfer nach einem Streit am 26. April getötet hat. Dann hat er den Toten mit dessen eigenem Werkzeug zerstückelt. Danach werfen er und Michelle Bird die Überreste des Mannes in den Kanal, in zwei Koffern, die sie mit Bodenplatten beschwert haben. Anhand der Beweise, die wir gesammelt haben, konnten wir eine Chronologie der Ereignisse rekonstruieren. Sie gaben uns Auskunft darüber, wann Michael Spaulding getötet wurde, wer ihn ermordet und sich danach seiner Leiche entledigt hat. Es ist unsere Aufgabe als Ermittler, eine glaubwürdige Geschichte zu liefern, die dem Schicksal des Opfers am ehesten gerecht wird. Denn Michael Spaulding konnte sich ja nicht mehr selbst äußern. Daher mussten wir so viele Beweise wie möglich heranziehen, um seine Geschichte zu erzählen. Die Jury folgt der Version der Polizei und nimmt Simon nicht ab, dass er Michael aus Notwehr getötet hat.
Was Lorenzo Simon nach dem Streit, egal wie der auch abgelaufen ist, getan hat, zeigt sehr deutlich, dass es sich nicht um Notwehr gehandelt hat. Allein die Tatsache, dass er den Toten zerstückelt und danach im Kanal entsorgt hat, zeigt ja, wie wichtig es ihm war, die Tötung zu verbergen. Lorenzo Simon wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Michelle Bird muss wegen Beihilfe zum Mord für 2,5 Jahre ins Gefängnis. Doch trotz aller Beweise bleibt eine Sache ungeklärt. Wie ist Michael tatsächlich umgekommen? Die genaue Todesursache in dem Fall bleibt unbekannt, weil kein einziges von Michaels Körperteilen Verletzungen aufwies, die zum Tode geführt hätten. Er hatte ein paar Prellungen und einige kleinere Schürf- und Schnittwunden an seinem Körper. Doch keine dieser Verletzungen hat zu seinem Tod geführt. Daher können wir über die genaue Todesursache nur spekulieren. Die Beweismittel wurden zerstört, als Lorenzo Simon seinen Mitbewohner auf brutalste und chaotische Weise enthauptet hat. Durch das Zerlegen der Leiche bleibt die genaue Todesursache weiter verborgen. Nur Lorenzo Simon weiß, wie Michael Spaulding wirklich gestorben ist. Hier sieht man, was für eine Kunst das Sammeln von Beweisen ist. Dank digitaler Scan-Technik wird eine zerstückelte Leiche wieder zusammengesetzt und durch die Messung von Strömungsdaten erfährt man den Todeszeitpunkt. Daraus ergibt sich eine tragische Geschichte, die von der Oxford Road in Birmingham bis in einen Kanal der Stadt führt. Als er Michael Spaulding in der tragischen Nacht ins Wasser wirft, denkt Simon, er würde nie wieder von ihm hören. Doch wie so oft holen ihn die Beweise ein. Wir mussten die Puzzleteile so zusammensetzen, dass dabei eine Geschichte herauskam, an der die Jury keinerlei Zweifel hegte. Dass es als erwiesen galt, dass Lorenzo Simon Michael Spaulding getötet und zerstückelt hat. Nach dem Prozess war ich erleichtert, dass beide verurteilt wurden. Aus professioneller Sicht war es eine Genugtuung, dass die Gerechtigkeit gesiegt hatte. Und ich habe mich gefreut, dass wir die Täter überführen und so dazu beitragen konnten, dass die Familie damit abschließen kann. Das bricht einem das Herz. Diese beiden unschuldigen Mädchen wurden grausam ermordet. Die Opfer wurden mit einem Strick erdrosselt. Es könnte ein Stalker gewesen sein, aber auch ein Fremder, den sie zufällig kennengelernt haben. Wir müssen herausfinden, wer zuletzt in der Wohnung war. Wenn sich herausstellt, dass die Person ein Aggressionsproblem hat, ist sie noch verdächtiger. Die Wahrheit kommt ans Licht. Er hat psychische Probleme. Bei solchen Leuten muss man auf alles vorbereitet sein. New York, die Stadt, in der alles möglich ist und die jedem eine Chance bietet. In dieser Stadt stehen einem alle Türen offen. Wie sagt man, wer es hier nicht schafft, der schafft es nirgends. Doch hinter jedem Glanz verbirgt sich Dunkelheit. Harlem, 1992. Weihnachten stand vor der Tür. Es war der 19. Dezember. Wir bekamen einen Anruf. Eine Frau hatte sich über einen Wasserschaden beschwert. Es tropfte vom oberen Apartment durch ihre Decke. Also sah der Hausmeister nach. Er klopfte an die Tür, aber niemand öffnete. Mieter sind die 20-jährige Nikki Silas und die 19-jährige Brittany Rojas. Er beschloss, die Wohnung über die Feuertreppe zu betreten. Dort sah er Nikki auf dem Bett liegen. Er dachte, sie schläft, also klopfte er an das Fenster, aber er bekam keine Antwort. Dann brach er es auf. Er ging zum Bett, um sie aufzuwecken, aber ohne Erfolg.
Sie war tot. Dann ging er zu der Stelle, von der das Wasser kam, und sah Britneys Leiche in der Wanne. Er rief sofort die Polizei. Die Polizisten Daryl Hayes und Rudy Hall von der Mordkommission Manhattan werden auf den Fall angesetzt. Im Apartment bietet sich ihnen ein grausamer Anblick. Wenn man die Wohnung betritt, befindet sich das Bad auf der linken Seite. Man sah sofort, dass es eine Auseinandersetzung gegeben hatte, denn das Waschbecken lag auf dem Boden. Britney Rojas trieb in der Wanne. Um ihren Hals war ein Strick. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was die Todesursache war. Wurde sie erdrosselt oder ist sie ertrunken? Im Schlafzimmer lag Nikki Silas auf dem Bett. Sie trug keine Kleidung und war tot. Man konnte nicht sagen, ob sie vergewaltigt worden war. Sie lag einfach nur da, als würde sie schlafen. Und auch sie hatte einen Strick um den Hals. Dass beide Leichen am selben Tatort gefunden wurden, war seltsam. Aber das galt für den ganzen Fall. Das waren gute Mädchen. Sie hatten das nicht verdient. Absolut nicht. Jeder Mordfall hinterlässt trauernde Familienmitglieder. Unser Job ist es, alles zu geben, damit die Hinterbliebenen damit abschließen können. Um den Fall zu lösen, müssen die Ermittler die letzten 24 Stunden im Leben der Opfer rekonstruieren. Der Gerichtsmediziner legt den Zeitpunkt des Todes so exakt wie möglich fest. Die Autopsie und die Körpertemperatur ermöglichen das. Als wir die Ermittlungen aufnahmen, hatten wir aber noch keine Informationen. Wir befragten die Nachbarn, ob sie etwas gehört hatten, und versuchten festzustellen, wann das von der Decke tropfende Wasser bemerkt wurde. In der Küche lag ein Kassenbeleg, der von einem Supermarkt aus dem Viertel stammte. Er wurde am 19. Dezember um 1.15 Uhr ausgestellt. Kollegen haben mit dem Angestellten gesprochen. Er konnte sich an eine Frau erinnern, die Lebensmittel gekauft hatte. Wir wussten also, dass sie da noch am Leben waren. Sie sind also zwischen 1.30 Uhr und 3 Uhr morgens gestorben. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass beide Opfer durch Strangulation getötet wurden. Wir vermuteten einen sexuellen Übergriff an Britney, aber dafür gab es keine Beweise. Da sie in der vollen Badewanne lag, war die DNA mittlerweile verunreinigt. Doch die Ermittler finden DNA-Spuren auf Nikki Silas' Körper. Der Gerichtsmediziner konnte nicht sagen, ob es sich hierbei um die DNA des Mörders handelt. Sie könnte auch kurz zuvor Sex mit ihrem Partner gehabt haben und überfallen worden sein, als dieser die Wohnung bereits verlassen hatte. Die Spuren werden dem Labor übergeben. Währenddessen wird weiter am Tatort ermittelt. Das Apartment war unordentlich. Es war offensichtlich, dass jemand ihre Sachen durchwühlt hatte. Vielleicht haben sie einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Das war kein gewöhnlicher Einbruch. Ein Dieb wartet nicht ab, bis er vielleicht jemanden vergewaltigen kann. Er schnappt sich seine Beute und sieht zu, dass er wegkommt. Die Haustür wies keine Spuren gewaltsamen Eindringens auf. Der Täter hatte also einen Schlüssel, oder er wurde von einem oder beiden Mädchen hineingelassen. Dann entdecken die Polizisten einen handgeschriebenen Zettel an Nikkis Bettende. Darauf standen die Zugverbindungen von Queens nach Manhattan und zurück und die Haltestelle in ihrer Nähe. Wir gingen davon aus, dass sie jemand besucht hat, der noch nie zuvor in der Wohnung war.
Aber wir wussten nicht, wie alt der Zettel war. Es stand kein Datum drauf. Man konnte nicht feststellen, ob er ein wichtiger Hinweis für uns war. In den meisten Mordfällen gibt es eine Verbindung zwischen Täter und Opfer. Sobald es zwei Leichen am selben Tatort gibt, kann die Polizei relativ schnell feststellen, ob die zweite Person nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Da es noch keine Anhaltspunkte gibt, untersuchen die Ermittler die Kontakte beider Frauen. In den meisten Fällen fordern wir die Anrufliste an. So wissen wir genau, mit wem die Opfer als letztes telefoniert haben. Danach sprechen wir mit den Personen und fragen sie, ob die Opfer Probleme mit irgendjemandem hatten. Normalerweise findet man das schnell raus. Aber es war der 19. Dezember. Die Feiertage standen vor der Tür. Und es gab zeitgleich noch einen weiteren Mord. Deshalb haben wir die angeforderten Listen verspätet erhalten. Die Familien der beiden Frauen müssen benachrichtigt werden. Es ist immer schwer, den Angehörigen mitzuteilen, dass ein Familienmitglied gestorben ist. Man weiß nie, wie die Nachricht aufgenommen wird und kann nur hoffen, dass sie sich gegenseitig stützen. Ich wollte gerade ins Bett gehen, als es an der Tür klingelte. Es waren zwei Polizisten. Sie erzählten mir von einem Vorfall in New York. Mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, worum es geht. Ich dachte, Nikki hat kein Auto. Es war also kein Verkehrsunfall. Dann kamen sie ins Haus und sagten, was passiert war. Es war, als hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Mein Mann ist zusammengebrochen. Die Ermittler erfahren, dass Nikki eine Studentin aus Massachusetts ist und Brittany aus Queens in New York stammt. Brittany ist nach Thanksgiving zu Nikki gezogen. Ihre Mutter lebte noch in Brasilien. Sie war hier ganz allein. Ihre Eltern waren nicht da. Die Familie erwähnte, dass Nikki öfter in Videoclips getanzt hatte. Eines hatte sie mit dem karibischen Musiker Shabba Ranks gedreht. Ihr großer Traum war das Showbusiness. Glanz und Glamour haben sie fasziniert. Sie wollte Kontakte knüpfen. Wenn sie in einem Video auftrat, wartete vielleicht eine Schauspielkarriere auf sie. Thanksgiving war sie zu Besuch und hat mir erzählt, dass sie ihre Miete nicht mehr zahlen kann. Sie wollte das Semester noch beenden und dann nach Hause kommen. Das war ihr Plan. Am 22. kam sie dann auch, aber nicht so, wie er hoffte, sondern in einem Sarg. Die Ermittler befragen nun ihren Bruder, Damon. Um 21 Uhr telefonierte Nikki mit ihrem Bruder. Er wollte nachfragen, wie es ihr geht. Sie sagte, sie hätte Besuch und würde Karten spielen. Namen wurden nicht genannt. Nun mussten wir herausfinden, wer bei ihr war. Nikkis Familie hat eine Vermutung. Als wir von dem Mord erfahren haben, dachten Damon und ich sofort, es war Cooley. Cooley war Nikkis Partner. Nikki hat ihrer Mutter erzählt, dass er sie öfter schlägt und beleidigt. Ich sagte, ich habe dich nicht zur Welt gebracht, damit du geschlagen wirst. Du musst ihn verlassen. Doch Cooley wollte das nicht zulassen. Der Ehemann oder Partner ist immer der Erste, den man genauer unter die Lupe nimmt. Wenn sich dann auch noch herausstellt, dass die Person ein Aggressionsproblem hat, ist sie noch verdächtiger. Am
Ein Mann namens Cooley ist im Doppelmord an Brittany Rojas und Nikki Silas ins Visier der Ermittler geraten. Er war bereits wegen häuslicher Gewalt auffällig geworden, also war er unser erster Verdächtiger. Wir haben herausgefunden, dass er im Apollo Theater in Harlem arbeitete. Als wir ihn verhörten, haben wir ihn mit allem, was wir wussten, konfrontiert. Er war offen und bestätigte, dass sie Beziehungsprobleme hatten und sich oft stritten, aber er hätte sie nie geschlagen oder bedroht. Er sagte auch, dass er ihr jeglichen sozialen Kontakt verboten hatte, aus Angst, dass er sie an einen erfolgreicheren Mann verlieren könnte, wenn sie in Videos auftritt. Er hatte ganz offensichtlich ein Aggressionsproblem, aber war es so ausgeprägt, dass er diese Art von Mord begehen konnte? Wo war er zwischen 1 und 3 Uhr nachts? Cooley hatte ein Alibi, das wir sofort überprüft haben. Es war schwach und nicht aussagekräftig genug, als dass er als Täter ausgeschlossen werden konnte. Die Ermittler versuchen es auf einem anderen Weg. Wir baten ihn um eine DNA-Probe, die er uns auch ohne zu zögern gab. Aber er sagte, sie war meine Freundin, natürlich hatten wir Sex. Ich habe ihr nichts getan. Trotz des zweifelhaften Alibis und des potenziellen DNA-Nachweises reichen die Beweise nicht, um ihn mit dem Mord in Verbindung zu bringen. Wir sind zum Tatort zurückgefahren und haben in der Nachbarschaft jemanden getroffen, dem etwas Interessantes aufgefallen war. Daniel Ramirez war Assistenzportier. Er wusste genau, wer in dem Gebäude wohnte und wer nicht. Er war sehr aufmerksam. An besagtem Tag war er kurz nach 1 Uhr morgens vor Ort. Er sagte, dass er zwei Schwarze aus dem Gebäude kommen sah. Einer davon sah wohl sehr bestürzt aus. Er hätte sich übergeben und wäre dann weggelaufen. Der andere Mann trug eine Art Reisetasche, aus der ein Safe herausblitzte. Zusammen mit Daniel Ramirez erstellten wir ein Phantombild der beiden Männer, die aus dem Haus gekommen waren. Cooley wurde für eine Gegenüberstellung vorgeladen. Mr. Ramirez hat sich die Männer angesehen, konnte Cooley aber nicht als einen der beiden Verdächtigen, die am Abend des Mordes aus dem Haus kamen, identifizieren. Nach der Vernehmung kamen die Ergebnisse aus dem Labor. Die DNA war nicht von ihm, er war also nicht der Mörder. Die Ermittler verschaffen sich erneut einen Überblick über das bisherige Beweismaterial. Als nächstes untersuchen sie Briefe an Brittany Rojas. Brittany hatte Kontakt zu einem Insassen der Gefängnisinsel Rikers Island. Da er zur Tatzeit im Gefängnis war, konnte er es nicht gewesen sein. Aber vielleicht wusste er, dass sie von jemandem bedroht wurde oder mit jemandem Probleme hatte, was zu ihrer Ermordung führte. Wir mussten ihn befragen, um herauszufinden, ob er einen Grund kannte, aus dem Brittany oder auch Nikki Silas angegriffen worden sein könnten. Er sagte, dass er sie geliebt habe und nichts von irgendwelchen Problemen wüsste. Während der Befragung fanden wir heraus, dass Brittany und Nikki im Showworld Center als Peepshow-Tänzerinnen gearbeitet hatten. Ein wichtiger Hinweis. Das Etablissement am Times Square ist der Polizei bekannt. Das Erste, das Navy-Soldaten in New York tun, wenn ihr Schiff im Hafen einläuft, ist, dem Showworld Center einen Besuch abzustatten. Sie wollen die halbnackten Mädchen tanzen sehen. Dort trifft man oft Talentscouts an, die nach Tänzerinnen für Videoclips Ausschau halten. Als die Ermittler herausfanden, dass die beiden Mädchen nicht nur Studentinnen waren, sondern in diesem Etablissement tanzten, wurde die Liste der Verdächtigen immer länger.
Solche Läden ziehen Kriminelle an. Ich dachte, dass der Täter aus dieser Ecke kommen musste. Hier hatten sich Britney und Nikki kennengelernt und beschlossen, zusammenzuziehen. Viele Leute denken, dass dort vor allem heruntergekommene Frauen arbeiten. Dabei sind der Großteil der Tänzerinnen Studentinnen, die versuchen, ihre Ausbildung zu finanzieren. Sie bekommen einen Anteil des Geldes, das in die Kabine eingeworfen wird. Der Verdienst ist gut. 500 US-Dollar pro Nacht sind drin. Doch die Kunden sind oft weniger tugendhaft. An solchen Orten findet man Drogenabhängige und Sexualstraftäter. Es könnte ein Stalker gewesen sein, aber auch ein Fremder, den sie zufällig kennengelernt haben. Die Kunden sehen sofort, wer am meisten Geld verdient. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Besucher eines Stripclubs einer Tänzerin nach Hause folgt und versucht, sie auszurauben. In diesem Milieu ist alles möglich. Die Ermittler befragen die Kollegen der Mädchen. Britney hatte einen Stammgast, mit dem sie ausgegangen ist. Es war ein älterer Herr, der sie verehrte. Er hat ihr sehr viel Geld zugesteckt. Er war ein richtiger Sugar Daddy. Es ist bekannt, dass sie sich auch außerhalb der Arbeit mit ihm getroffen hat. Da er wusste, wo sie lebte, war eine Theorie, dass er in der Tatnacht dort war und etwas schiefgegangen war. Vielleicht sagte er, du darfst dich mit keinem anderen treffen, ich bezahle dich. Sie weigerte sich, er wurde wütend und hat sie umgebracht. Und falls Nikki alles gesehen hatte, musste er sie auch töten, weil sie eine Zeugin war und ihn kannte. Vergewaltigung ist eine schwerwiegende Straftat. Der Täter würde also alles unternehmen, damit ihn niemand bei der Polizei anzeigen kann. Wir mussten herausfinden, wer er war und was er von ihr wollte. Seitdem die Polizei von Britney Rojas Verhältnis erfahren hat, wird der Nachtclub überwacht. Er war dort Stammgast. Wir waren davon überzeugt, dass wir ihn erkennen würden. Wir wollten ihn befragen und herausfinden, wo er in der Nacht des Mordes war. Außerdem interessierten uns seine Absichten. Ging es nur um Sex oder tat sie ihm leid? Wollte er sie finanziell unterstützen und sie musste im Gegenzug Zeit mit ihm verbringen? Zuerst versuchten wir festzustellen, ob an ihm irgendwelche Spuren zu sehen waren, die auf einen Streit hindeuteten. Denn Britney hatte eindeutig um ihr Leben gekämpft. Aber er war nicht verletzt. Und er war über den Tod erschüttert. Wenn sich jemand als sehr kooperativ erweist, kann das entweder bedeuten, dass er die Aufmerksamkeit von sich ablenken will, oder dass er der Polizei wirklich helfen will, den Mord zu klären. Er hat uns alle Fragen nach bestem Wissen beantwortet. Ich würde nicht behaupten, dass es eine Liebesbeziehung war, aber er hat sie sehr gemocht. Er sagte auch, wenn er uns irgendwie helfen könne, den Fall zu lösen, dann würde er das tun. Sein Alibi war wasserdicht. Er war zur Tatzeit nicht bei ihr zu Hause. Zeitlich hätte er es nicht geschafft, zur Wohnung zu fahren, sie umzubringen und dann wieder zurückzufahren. Die DNA passte auch nicht. Er war es nicht. Das bricht einem das Herz. Diese beiden unschuldigen Mädchen wurden grausam ermordet. Und wir hatten kaum Hinweise oder Spuren.
Jedes Mal, wenn wir eine heiße Spur hatten, lagen wir falsch. Jede scheinbar wichtige Information stellte sich als unbrauchbar heraus. Wir haben versucht, die Nacht zu rekonstruieren, aber wir hatten leider keine Fingerabdrücke gefunden. Wir mussten also von vorne anfangen. Je mehr über den Fall ans Tageslicht kommt, desto schlimmer wird es für Nikkis Familie. Als man mir sagte, dass sie im Showworld Center gearbeitet hatte, war ich schockiert. Ich habe mich schrecklich gefühlt. Ich wünschte, sie hätte mich angerufen und um Geld gebeten. Die Medien haben das Thema nicht ruhen lassen. Jede Woche waren ihre Gesichter auf der Titelseite und die Artikel waren immer negativ. Laut Berichterstattungen wurde Nikki umgebracht, weil sie im Showworld Center gearbeitet hatte. Das hat mich schwer getroffen. Dieser Job sagt absolut nichts über Nikki aus. So war sie eigentlich nicht. Sie war ein gutes Mädchen. Nach 2 Wochen erhalten die Ermittler endlich die Anruflisten von Nikki und Brittany. In jener Nacht wurde aus dem Apartment eine Nummer in Queens angerufen. Etwa zu der Zeit, als die Morde geschahen. Wir wollten natürlich wissen, worum es in dem Gespräch ging. Wir hatten immer den Zettel mit der Wegbeschreibung zur Wohnung im Hinterkopf. Ich wollte sofort losfahren und diese Person so lange befragen, bis sie mir alles sagte, was sie wusste. Und das taten wir auch. Wir haben das Telefon geortet und sind zu der Adresse gefahren. Wir klopften an die Tür. Eine Frau antwortete. Wir sagten ihr, wer wir sind und warum wir hier sind. Wir erzählten von dem Anruf und sie sagte, sie könne sich nicht erinnern. Aber jemand habe eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Ein Mann hatte ihren Freund Tommy gesucht, der gerade nicht da war. Und dieser Mann war sehr aufgebracht. Wir fragten, ob wir die Nachricht hören dürfen. Und sie sagte, dass sie nicht mehr existiert, weil das Telefon kaputt sei. Sie hatte sich mit ihrem Freund gestritten und das Telefon weggeworfen. Jetzt läge es im Müll. Oder wurde das Telefon weggeworfen, weil sie wusste, was geschehen war und Beweise vernichtet werden sollten? Wir haben die Mülltonnen durchsuchen lassen. Das Telefon wurde gefunden, aber das Band war weg. Dieser Anruf könnte die einzige Verbindung zum Mörder sein und nur eine Person weiß, was auf dem Band war. Sie kannte den Mann nicht, aber ihr Partner. Später bekamen wir einen Anruf von ihrem Freund Tommy. Er identifizierte den Unbekannten auf dem Band als Antoine Atterbury, der in Queens lebte. Angeblich sagte er, dass die Person, mit der er unterwegs sei, völlig durchdrehe und die beiden Mädchen angreife. Er wolle nichts damit zu tun haben und würde deshalb verschwinden. Nun hatten wir endlich eine Person gefunden, die zur Tatzeit in der Wohnung war. 2 Mädchen sind tot. Und der Einzige, der mehr darüber weiß, ist Antoine Atterbury. Aber war er auch involviert? Die Ermittler sehen sich den potenziellen Zeugen genauer an. Da wir den Namen kannten, haben wir seine Kriminalakte geprüft. Aber sie war sauber. Er war kein bekannter Verbrecher und war auch nie im Gefängnis gewesen. Er arbeitete in einem schicken Kaufhaus und seine Mutter war dort Managerin. Er war völlig unauffällig. Mein Kollege Hall und ich haben herausgefunden, wo er wohnt und sind sofort hingefahren. Er war nicht überrascht, uns zu sehen und wirkte auch nicht, als hätte er etwas zu verbergen. Er hat uns wie ein Gentleman empfangen. Befragungen sind meine Stärke. Ich kann Menschen sehr gut einschätzen. Über die Jahre lernt man das in unserem Beruf.
Ich merke normalerweise schnell, wenn jemand etwas zu verbergen hat. Die Polizisten befragen Antoine Atterbury zu den Morden. Zuerst hat er behauptet, nichts darüber zu wissen. Er hätte in den Nachrichten von keinem Mord gehört. Dann sprechen sie den nächtlichen Anruf an. Er wollte so wenig Informationen wie möglich preisgeben und hat den Anruf runtergespielt. Er hat es uns nicht leicht gemacht. Er erzählte uns, was wir hören wollten, aber nicht die Wahrheit. Alles, was wir von ihm erfahren haben, mussten wir ihm aus der Nase ziehen. Während der Befragung fällt Detective Hayes etwas Interessantes auf. Neben ihm stand ein Safe auf dem Wohnzimmerboden. In jener Nacht hatte Ramirez, der Portier, einen Mann aus dem Haus gesehen, der einen Safe in einer Reisetasche bei sich trug. Das könnte derselbe sein. Ich war fast schon schockiert, dass ich ihn dort stehen sah. In einer Morduntersuchung gibt es keine Zufälle. Alles ist das Ergebnis harter Arbeit, ob auf der Straße, durch Vernehmungen oder Zeugenbefragungen. Diese Mühe wird irgendwann belohnt. Wir fragten nach dem Safe und er meinte, der gehört meinem Mitbewohner. Er hat ihn angeschleppt. Wir haben so lange nachgebohrt, bis er endlich zugegeben hat, dass er der Anrufer war. Nun wussten wir, dass Antoine Atterbury in der Wohnung gewesen war. Wir legten ihm Handschellen an und nahmen ihn mit. Auf dem Revier wurde ihm klar, dass er in Schwierigkeiten steckte und besser die Wahrheit sagen sollte. Antoine erzählt, dass sein Mitbewohner Kevin Latson Brittany vor ein paar Wochen in Queens begegnet sei. Er hatte sich gerade die Haare schneiden lassen und sie vor dem Salon kennengelernt. Sie unterhielten sich und haben Nummern ausgetauscht. Einige Wochen später traf er sie zufällig wieder und sagte, du wolltest mich doch anrufen. Sie sagte, wir können ausgehen, aber ich habe jetzt eine Mitbewohnerin. Und er meinte, was hältst du von einem Doppeldate? Also legten sie ein Datum fest, den 18. Dezember. Brittany gibt Kevin einen Zettel mit der Wegbeschreibung zu ihrer Wohnung. Das war der Zettel, den wir gefunden hatten. Eine Beschreibung nach Manhattan von seinem Haus in Queens. Antoine sagt, dass sie um etwa 20 Uhr an der Wohnung ankamen. Sie hätten einige Stunden Karten gespielt. Danach habe er spät nachts die Wohnung mit Nikki verlassen. Als sie zurückkamen, fanden sie Britneys Leiche. Und Kevin war sehr aufgebracht. Dann hat sich Kevin Nikki geschnappt. Das war der Zeitpunkt, als Antoine zum Handy griff. Als er die Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hatte, ist er aus der Wohnung gerannt. Er hat betont, dass er nichts mitgenommen habe. Er sei einfach abgehauen. Er wusste nicht, wann Kevin aus dem Gebäude kam. Da wäre er längst weg gewesen. Die Frage ist, wenn er schon telefoniert, warum ruft er dann nicht die Polizei? Er war an einem Tatort und musste nun versuchen, irgendwie seine Haut zu retten. Wir wussten es nicht. Waren sie beide Täter? Der Einzige, der Antoines Geschichte bestätigen kann, ist Kevin. Wir sind nach Queens zurückgefahren und haben Kevin Latson gesucht. Wir entdeckten ihn auf dem Gehweg. Er ging in Richtung des Apartments. Dort haben wir ihn aufgegabelt und mit aufs Revier genommen. Wir haben ihn an Antoine vorbeigeführt, damit sie wissen, dass sie beide vor Ort sind. Ermittler spielen Verdächtige gern gegeneinander aus. Sie sagen Dinge wie, weißt du, dass er das über dich gesagt hat? Auch wenn das gar nicht stimmt, so können sie herausfinden, wer der Täter ist. Kevin war sauer, weil er dachte, Antoine gesteht alles. Das hat ihn schwer getroffen. Verräter werden auf der Straße verachtet.
Jeder, der mit der Polizei kooperiert, setzt sein Leben aufs Spiel. Auch wenn es nur ein Verdacht ist. Die Ermittler müssen Kevins Schweigen brechen und herausfinden, wer die Mädchen umgebracht hat. Er zeigte keine Anzeichen von Reue. Ihm war alles egal. Er war der Typ, ihr habt keine Beweise, also lasst mich gehen. Er war eiskalt. Wir sagten, du wirst auffliegen. Das ist deine Chance, die Strafe zu mildern. Dein Kumpel hat alles gestanden und er beschuldigt dich. Aber er sagte kein Wort. Er hat alles abgestritten. Atterbury war offen und reumütig, aber Kevin war leider das exakte Gegenteil. Deshalb habe ich Antoine mehr geglaubt als ihm. Doch die Ermittler haben noch einen Joker. Daniel Ramirez. Der Zeuge, der möglicherweise beide in jener Nacht gesehen hat. Die Gegenüberstellung war ein Erfolg. Daniel Ramirez sagte, dass Kevin Latson und Antoine Atterbury die beiden Männer seien, die nachts aus dem Gebäude gekommen waren. Atterbury hatte sich übergeben und sah schockiert aus. Und Kevin hatte die Tasche mit dem Safe in der Hand. Genau das wollten wir hören. Wir hatten nun den hinreichenden Verdacht, dass beide zum Zeitpunkt der Morde in der Wohnung gewesen waren. Das bestätigt, dass Kevin vor Ort war. Aber noch ist unklar, ob er auch der Mörder ist. Es fehlt der Beweis, dass er auch in der Wohnung war. Antoine erzählte uns, dass Kevin Latson CDs aus der Wohnung geklaut hätte. Auch Schmuck und sogar einen Mantel, den er einem Mädchen zu Weihnachten geschenkt hatte. Er sagte ihr, er hätte ihn für sie gekauft. Dieses Mädchen bestätigte uns, dass sie einen Mantel von Kevin geschenkt bekommen hatte. Er konnte es also schlecht abstreiten. Wir dachten, Kevin würde irgendwann anfangen, seinen Kumpel zu beschuldigen. Einer tötete Nikki, der andere Brittany. Aber das tat er nicht. Er wollte seinen Freund offensichtlich nicht verraten. Wir sagten, wir haben DNA-Spuren, also sag besser die Wahrheit. Wenn ein Täter ins Visier der Polizei gerät und denkt, dass er ungestraft davonkommt, dann hat er sich getäuscht. Die Ermittler Daryl Hayes und Rudy Hall stehen kurz vor dem Durchbruch im Fall des Doppelmordes an Nikki und Brittany. Die Ergebnisse aus dem Labor waren wie erwartet. Die DNA stammte von Kevin Latson. Nun war ihm klar, dass wir ihn hatten. Das war's. Die Ermittler nehmen ihn fest und klagen ihn wegen Doppelmordes und illegalen Besitzes von Diebesgut an. Antoine bekannte sich des Diebstahls schuldig. Und hätte er in jener Nacht die Polizei angerufen, wäre der Staatsanwalt vielleicht nachsichtiger gewesen. Nun kennen die Ermittler alle Details der letzten 24 Stunden im Leben der jungen Frauen und wie es zu dem Date mit ihrem Mörder kam. Antoine stieg mit Kevin in Queens in den Zug. Sie wollten ins Kino und danach etwas essen gehen. Doch als sie an der Haltestelle ankamen, in deren Nähe die Mädchen wohnten, regnete es bereits in Strömen. Also gingen sie zur Wohnung und dachten, wir warten einfach hier, bis es aufhört und gehen dann aus. Währenddessen unterhielten sie sich und spielten Karten. Doch der Regen ließ nicht nach. Nikki telefonierte kurz mit ihrem Bruder, der wissen wollte, wie es ihr geht, und sie erzählte ihm, dass Freunde zu Besuch seien. Da es nicht aufhörte zu regnen, schlugen die Mädchen vor, dass die beiden Jungs bei ihnen schlafen könnten. Brittany und Nikki wollten sich ein Zimmer teilen und Antoine und Kevin sollten das andere bekommen. Nun begann alles aus den Fugen zu geraten. Kevin sagte, Moment, getrennte Zimmer? Ich will aber bei dir sein.
Er meinte Britney. Nikki sagte, dass sie noch mit ihrem Hund raus müsse. Antoine Atterbury begleitete sie. Nikki kaufte etwas im Supermarkt. Als die beiden draußen waren, griff Kevin Latson Britney offenbar im Badezimmer an. Der Streit war so heftig, dass das Waschbecken aus der Wand brach und zu Boden fiel. Britney wurde mit einem Strick um den Hals in der Wanne gefunden. Nikki und Antoine kamen zurück zur Wohnung und sahen Britneys Leiche in der Wanne. Kevin war aufgebracht, packte Nikki, zog sie ins Schlafzimmer, vergewaltigte und erdrosselte sie. Antoine griff zum Telefon, rief einen Freund in Queens an und erzählte ihm, dass Kevin austicken und die Mädchen angreifen würde. Er wolle damit nichts zu tun haben und würde verschwinden. Sie verließen die Wohnung mit dem Safe, Schmuck und Kleidungsstücken und wurden von Daniel Ramirez, dem Portier, gesehen. Kevin Latson wollte Sex. Ich denke, er hat sie umgebracht, weil er sie ins Bett kriegen wollte, sie ihn aber abgewiesen hat. Das brachte ihn in Rage und er hat sie erdrosselt. Im März 1995 wird Kevin Latson zu 40 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Latson hat ein psychisches Problem. Wäre das nicht passiert, dann bestimmt etwas anderes. Antoine Atterbury wird zu 21 Jahren Haft wegen Diebstahls verurteilt. Doch er wird das Gefängnis nicht mehr verlassen. Antoine starb 2002 im Gefängnis. Ich glaube, er war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Um damit abschließen zu können, bittet Karen Salas 20 Jahre später um ein Treffen mit Kevin Latson. Ich war überhaupt nicht nervös. Ich hatte das Gefühl, dass ich das tun musste. Ich begann zu sprechen und sagte ihm, dass ich nicht ihn hassen würde, sondern das, was er Nikki und uns angetan hat. Er hat so viele Leben negativ beeinflusst. Er sagte, dass er einen sehr dummen Fehler begangen hätte. Dass er wünschte, er hätte es nie getan. Er hat sich auch mehrmals dafür entschuldigt, was er uns damit angetan hat. Er hatte wirklich Schuldgefühle. Das war nicht gespielt. Das hat er wirklich so gemeint. Als ich das Gefängnis verließ, fühlte ich mich befreit. Dieser Fall berührte mich. Nachdem er abgeschlossen war, dachte ich nur, warum? Warum musste ihnen das widerfahren? Nikki wird für immer jung sein. Manchmal frage ich mich, ob sie heute verheiratet wäre. Ich denke darüber nach, ob sie Kinder hätte. Es tut weh, dass ich das nie erfahren werde. Dennoch bin ich mit vielem gesegnet worden. Und das zählt. Sei dankbar für das, was du hast.